Hallo, ich begrüße euch. Ja, aber die Musik ist sick, Alter. Die Musik ist echt nice. Was geht? Servus Erdnuss, Leute. Hör auf zu quatschen, komm raus. Ja, ich bin doch da. Please, YouTuber-Stimme. Hey, Leute, herzlich willkommen. Oh, sorry, Alter. Herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Sorry. Melke, wir haben mir dein Bethesda-Video angeguckt und jetzt wollte ich mir Fallout 4 für die PS5 runterladen. Geht nicht, weil es verbuggt ist. Perfekt, Digga. Dafür steht Todd mit seinem Namen. Junge. Du hast die schlechtesten Streaming-Zeiten? Nee, finde ich nicht, Digga. Okay, ich finde, ich habe die besten Streaming-Zeiten. Geh jetzt raus, ich kann das alles nicht mehr. Liken und abonnieren nicht mehr vergessen. Typischer Howard, Unscheiß. Howard? Nee, doch. Ja, doch. Junge. Ich glaube, ich habe legit noch nie. Er heißt ja Todd Howard, aber ich sag entweder Todd oder Todd Howard. Ich habe noch nie Howard gesagt. Das klingt ja voll komisch. Mr. Howard. Das ist Todd. Kommen wir gleich wieder, Ehrenmann. Ja, was geht ab, Leute? Wir spielen heute Fallout New Vegas. Hoffentlich wird Fallout New Vegas auch so lustig wie Fallout 3. Ich hoffe es auch, Digga. Ja, Mr. Howard. Ich hoffe es auch. Howard, heißt er nicht Wallowitz? Heißt er Hollowitz? Oh. Ist ja genau perfekt, schön nach der Arbeit. Ja, denke ich mir auch. Also, ich weiß nicht, gut. Manche arme Seelen wie Bananenbrot müssen halt oft zu dieser Uhrzeit noch arbeiten. Aber an sich, ich denke mal, die meisten sind zu Hause. Wann soll ich denn sonst streamen? Übrigens, Dennis, was geht? Ups, könnte sein mit Wallowitz. Also, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, aber wenn ich lange Schule habe, bockt auch kein Stream und ich habe am Montag und Donnerstag lange Schule. Das, also, Achilles, das klingt irgendwie nach einem Du-Problem, Digga. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er heißt Wallowitz. Okay. Ja, am besten einfach 24-7 streamen, oder? Einfach, ich nehme euch mit, ich nehme hier die Kamera einfach mit. Happy Po, einfach, Game wieder mitfühlt. Ja, das ist so. Ist der Forza ist fertig runtergeladen Move. Ja, meine lieben Freunde, wir gehen heute in Fallout rein, in New Vegas, in das nächste, weil Fallout 3 so viel Spaß gemacht hat. Und das Fallout 3 Video auf dem Bester Tü-Kanal kam auch sehr gut an. Das freut mich natürlich. Nachricht an Archelis: Pech für dich, Pech für dich. Du hast Pech gehabt und ich nicht. So, Digga. Beim Schneiden würde ich auch gerne zugucken. Ich muss sagen, ich bin war das im letzten Stream? Da habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich in so einem kleinen Trott bin, was das Alan Wake Video angeht. Ich hatte einfach irgendwie keine Kreativität und so. Es ist alles weg. Ich habe fucking viel Kreativität. Das Ding ist nur, ich will, dass das Video auf jeden Fall nächste Woche kommt. Aber die Zeit wird knapp, Jungs. Die Zeit wird knapp. Es sind ungefähr 6 Minuten fertig von 40. Deswegen RIP an mich an der Stelle, dieses Wochenende, ja, wird geballert. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange heute der Stream sein wird. Wir werden Fallout ballern und wahrscheinlich noch irgendein Video gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, welches Video wir gucken, aber ja. Ich schneide das fertig. Kein Ding, I got you. Ja, es ist, deswegen, aber es ist schön, das Video wird nice. Die ersten 5 Minuten, denke ich, sind ziemlich sick. Was mit dem neuen Deadpool 3 Trailer? Den habe ich schon gesehen. Junge, Geld von Shay bekommen und schon Hartz-IV-Modus? Was soll das denn heißen? Wo ist denn Hartz-IV-Modus? Elden Ring war da gespielt. Ja, klar. Klar, durchgespielt, Digga. Habe ich durchgespielt, nochmal neu angefangen und wieder durchgespielt. Ja. Was soll ich dir sagen, Digga? Morgen kommt Stellar Blade raus.
Ich habe richtig Bock auf Stellar Blade. Ich habe ja die Reviews, ich habe den Metascore gepostet in meiner Story. Sieht gut aus. Weil du auf Larry machst, meine ich. Nö, Front, Bro. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Ich hab gehört, Laura Müller hat ein fancy Lüge. Video gedroppt. Ist das die alte von dem Wendler? Lüge, Lüge, Lüge. Junge, Danny Deluxe. Walla, du hast geredet. Walla, du hast geredet. Danny Deluxe, Alter. Einfach mit der 5er Subbomb. Man sieht's, der Chat überdeckt ist. Junge, what the fuck? Holst du dir Sea of Thieves für PS5? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Danny Deluxe, danke dir für die 5 Subs. Ehrenbruder. Ich freue mich jetzt auf Stellar Blade morgen. Ich weiß aber nicht, ob ich's. Also, ich werde es vermutlich ein bisschen zocken. Aber ich muss am Wochenende auf jeden Fall Alan Wake schneiden. Aber sobald das Alan Wake-Video fertig ist, dann wird aber anders in Stellar Blade reingesuchtet, Junge. Deswegen. Und danach, Leute, kommt Elden Ring. Okay. Wann freust du dich auf Kingdom Hearts? Und dazu auch ein Video, ja. Stellar Blade wird ein Video kommen. Safe. Alan Wake 2 Video wird anders geil. Es wird, ach Junge, es ist, erstens wird geil, ja. Ich muss jetzt nur, ich muss mich ranhalten. Deswegen. Das Gute ist, ich habe am Wochenende, letztes Wochenende habe ich sehr, sehr viel für den Zweitkanal gezockt, ach, geschnitten. Dass da, ja. Kingdom Hearts wäre auch cool, aber viele Cutscenes. Ja, also ich sag mal so, ich bin am Überlegen, es kommt doch ein neues, oder? Kommt nicht Kingdom Hearts 4 oder sowas? Ich bin am Überlegen, ob ich mir das einfach aus Joke hole und wir schauen da im Stream rein und haben einfach eine lustige Zeit so. Ja. Die Kingdom Hearts Anhänger sind nicht von mir bezahlt. Ach, Junge. Hab, wie du weißt, mit Alan Wake 2 angefangen und weitergespielt und holy Werbung-Shit ist das Spiel richtig krass. Ja, deswegen, ey, ich hoffe auch, dass durch das. Ich bin mal gespannt, wie das Alan Wake 2 Video laufen wird. Quit, wenn du in Stream Kingdom Hearts zockst, deabonniere ich dich. Ja, aber was ist, wenn wir Kingdom Hearts zocken und das halt beleidigen und durchfronten? Sprech mich nicht, bitte. Quit XD und KH4 kommt Ivan VLLT in 3,4 Jahren XD. Ja, guck, dann können wir es doch da dann spielen, falls ich da noch streame. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Alan Wake 2 Video laufen wird, weil ich weiß es nicht mehr. Das Ding ist, die letzten Videos liefen alle sehr, 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 sehr gut. Aber die Themen waren, sag ich mal, auch kontrovers und es war viel Ubisoft und ne, viel hier erbärmlich da, erbärmlich scheiße da und so. Deswegen, ich bin mal gespannt. Alan Wake 2 hat ja jetzt leider nicht so viele Leute gejuckt. Ich hoffe, dass vielleicht durch das Video ein paar mehr Leute ne? Seit wann hast du mich? Hä, warum das denn? Was denn? Wir können in Kingdom Hearts 4, wenn es rauskommt, können wir reingucken. Ist so cool, oder? Ich ziehe Geld auf wie ein Magnet! Wenn du es beleidigst, liebe ich dich und werde dich heiraten. Ich weiß, du willst beides nicht, Quide Roche. Ja, ich wollte gerade sagen, da muss ich es ja jetzt doch mögen. Aber ja, das Alan Wake 2 Video ist in so Arbeit. Alan Wake 2 mega, deswegen nochmal Teil 1 durchgesuchtet. Ich glaube, Teil 1, also, boah, nee. Wir haben das ja im Stream durchgespielt. Ich glaube, Teil 1 würde ich nie wieder spielen. Aber Alan Wake 2 ist legit so ein Spiel. Ich glaube, da könnte ich jetzt auch noch mal durchspielen, so. Grieche ohne Geld, Moinsen, was geht ab, Digga? Ich ziehe Geld auf wie ein Magnet! Einfach nicht spielen und alles ist doch wie du. Nee, sag ich dir ganz ehrlich, den Content lasse ich mir nicht nehmen. Wenn, vielleicht schaue ich sogar irgendwann mal in Kingdom Hearts 3 rein. Shoutout an Adanas und Ernst. weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist halt, ich glaube, das könnte lustig sein. Aber ich würde es niemals durchspielen. Ich würde es niemals durchspielen. Bro. Na, für einen Stream? Warum denn nicht? Ich hab für dich zweimal Crush gespielt, ja? Shut the fuck up. Ja.
Es wird ihm gefallen. Boah, das kann, also ohne Scheiß, ich glaube, boah, bei Kingdom Hearts, also da muss wirklich, also da muss das Spiel schon wirklich Komplett. heftig sein, damit mir das gefällt. Lag an dem Hype, dass ich den ersten Teil nochmal durchgeballert habe. Ja, das Ding ist, also von der Story her ist es natürlich sick. So, ne? Das muss man halt sagen. Aber so vom Gameplay her ist es Ich natürlich ziehe so. Geld ab wie ein Magnet! Ja, Crash Crash hat im Gegensatz zu Kingdom Hearts eine gute Story. Das kann sogar wirklich sein, ja. Phil Country, Hört, was ihr Digga. redet. Junge, auch mit der 5er Sub-Bomb, was geht? Kuss! Aber was ist hier los? Bin reich und ich scheiß Oh auf nein. alles. Link folgt. Oh nein. Grumbold. Danke, die Junge. 30 Euro. Kurs zurück. Junge. Ehrenmann. Was kostet 30 Euro? Was wolltest du mir nochmal holen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, hier. The Returnal oder so, ne? Ah, ja. Okay, Mom. Mom. Ah, guck mal, sogar 13% runtergesetzt, Alter. 25, 26 Euro, aber wahrscheinlich mit Dingens und so. Bin ich denn angemeldet? Okay, ich bestell's mir. Danke dir, Crumbold. Dann werden wir jetzt bald in den nächsten Streams. Das Ding ist, die nächsten beiden Streams sind, sage ich mal, gebucht. Ich will, also heute spielen wir New Vegas, danach will ich Fallout 4 spielen und danach noch Fallout 76. Und dann. Ja, ah, nee, warte. Ja, ich bestell's nach dem Stream. Ich habe den Tab offen. Ich bestell's direkt nach dem Stream. Ich muss mein Passwort wieder raussuchen für PayPal. Was überhaupt aus deinem Shaker geworden? Ja, das geht jetzt noch durch. Ich habe ein Paket heute von Holy bekommen. Man kann da jetzt drüber reden. Da rede ich natürlich auch in dem nächsten Video drüber bei Alan Wake, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber jetzt kann man auch schon drüber reden. Holy ist 3 Jahre alt geworden und hat jetzt so ein paar Aktionen. Und die haben jetzt so eine Collector's Edition geholt. Mit einem goldenen Shaker, mit einer goldenen Tube und so. Und ja, die habe ich heute bekommen. Die sieht, das sieht sehr, sehr sick aus. Ist leider jetzt im Wohnzimmer. 30 Euro Aber ja. heißt nur noch 50 Euro Fiskal and Bonds bezahlen. Wann kommt der, meine ich? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es meinem Ansprechpartner bei Holy geschickt. Ich habe ihm gesagt, yo, das ist das Design. Ich hoffe, das passt alles. Ich habe keine Ahnung von Illustrator, ne, so mit Vektordateien rumschicken. Hat er gesagt, yo, Digga, ich habe auch keine Ahnung. Ich leite es weiter. Mal gucken. Vielleicht wird was draus, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde, denke ich, irgendwann von denen hören. Die sind natürlich jetzt gerade in, ne? Jetzt gerade geht bei denen bestimmt ein bisschen Party ab. 3 Jahre alt geworden und so. Deswegen. Wie wäre es mit Lies of P? Will ich auch irgendwann, ja. Okay, also das heißt, die nächsten beiden Streams, Fallout 4 und Fallout 76. 76 habe ich mir ja für 73 Cent gekauft. Und danach spielen wir dann Returnal. Weil ich weiß gar nicht, kommt noch irgendein Spiel raus? Irgendwann kommt ja Paper Mario 2, das werden wir auf jeden Fall im Stream anspielen. Ja. Investment, ja. Ich meine, es wird sich halt lohnen, ne, wenn ich dazu ein Video machen werde. Also mal gucken, ich bin sehr gespannt bei 76. Ich glaube aber nicht, dass ich weiterspielen werde. Also mir haben viele Leute unter dem Fallout 3 Video und unter dem React von dem hier Internet Historian haben viele mir geschrieben, dass Fallout 76 jetzt ein nices Spiel ist, aber genauso viele haben mir auch geschrieben, es ist immer noch scheiße. So, die Bugs sind behoben, ja, aber das Spiel ist halt immer noch wack. So, ja. Wie ist es, Silent Hill 2 zocken? Ja, safe. Bei deinen YouTube-Upload-Raten könnte ich mir auch nur 76 Cent Spiel leisten. Ey, auf dem Zweitkanal 2 bis 3 Videos pro Woche. Weiß nicht, was du meinst. Habob. Habob, Junge. X-Dobbinger. 15 Monate. Danke dir, Digga. ja. Wenn mir jemand Skull and Bones schenkt, spende ich die 12. Niere.
Mir hat einer geschrieben, das ist glaube ich der neueste Kommentar unter dem Skull and Bones Video. Da hat er so ein bisschen. Warte, lass uns das mal angucken. Das ist eine wilde Nummer, das habe ich heute gelesen und dachte mir so, bruh. Das war ein richtiger Bruh-Moment, Alter. Also. Voila, du hast geredet. Du bist so wahnsinnig, ohne Scheiß, ne? Du hast einfach nicht mehr alle Tassen am Schrank. Voila, du hast geredet. 50 Subs schon wieder verschenkt. Junge! Grieche ohne Geld. Noch nie so einen gelogenen Namen gelesen. Vor allem habe ich heute geguckt. Ich habe heute die Namen für Patreons und so aufgenommen. Ne, was am Ende von dem Video immer kommt. Der ist auch irgendwie 25 € Spender bei Patreon oder so. Digga, was ist mit dir? Aber danke dir. Vielen Dank. Ist einfach, ja genau, er ist der konstante Shay. So, er haut nicht so viel Geld auf einmal raus wie Shay, aber schon sehr viel und das in jedem Stream. Junge, geisteskrank. Kuss, Digga. Ich offiziell bin in Tesla nochmal reingegangen. Mies bereut, weil kurz danach viel geschlossen wurde, war dann 1K im Minus und jetzt bin ich endlich wieder oben. Tesla bringt mich noch ins Grab oder in die Elon Musk WhatsApp-Gruppe für Milliardäre. Ey, deswegen, also keine Ahnung. Das ist genau der Grund, warum ich niemals in normale Aktien reingehen werde. Ich habe mein Depot mit meinen ETFs. Das Geld häuft sich, langsam aber sicher, nicht viel. Aber in 20 bis 30 Jahren ist es hoffentlich eine stattliche Summe. Aber so normale Dinger, Bruder, auf diesen ganzen Kopfgeficker habe ich keinen Bock. Ich habe heute eine E-Mail von meinem Steuerberater bekommen, dass sie jetzt den Jahresabschluss für 2023 gemacht haben. Ja, ist eine gute Summe, ist viel weniger, als ich gedacht hätte. Aber ist trotzdem eine gute Summe. Okay, also, ich bin ein Riesenfan von dir, aber ich muss hier etwas korrigieren. Ja, du hast das Game maximal 2 Stunden gespielt, aber kann leider einiges nicht wissen. So, ich habe es ein bisschen mehr gespielt, aber er hat schon recht. Ich habe es nicht viel gespielt, aber ich habe es, ich weiß nicht, 6 bis 8 Stunden oder so. Bruder, ich wünschte, ich hätte es in 2 Stunden gespielt. So, Junge. Hast du dir verdient, Kuss, Digga. Der Ausdauerbalken ist fast das Wichtigste im PvP. Ohne Ausdauerbalken kannst du nicht mit maximaler Geschwindigkeit fahren. Das ist der Brigadeunterschied, 6 Knoten, bla bla. Worauf ich hinaus will ist, ich will das Game nicht verteidigen. Nach 500 Stunden weiß man einfach, wie viel Mr. Ubisoft hier wirklich gebaut hat. Bruder, 500 Stunden. Oh, es ist so, Junge. Alles von einem, aber ist eine Lüge? Was? Was ist eine Lüge? Haben die kein Leben? Ja, das ist also no front an ihm. Der Kommentar ist nett. Also, ne, so. Als ich das hier gelesen habe, dachte ich, jetzt geht's wieder los. Aber der Kommentar ist, ne? Welches Game verteidigt er? Skull and Bones. Skull and Bones. Waffel, was geht? Guck mal, das Hauptproblem von Skull and Bones liegt weniger daran, dass Black Flag existiert. Das Problem ist, dass jemand, der den gesamten See-Content durch hat, überhaupt nichts mehr zu tun hat, also wirklich gar nichts. Naja gut, man muss halt aber auch wirklich sagen, nach 500 Stunden, dass du da nichts mehr zu tun hast, also allein, dass du 500 Stunden dieses Spiel gespielt hast, also da würde ich sagen, das war für dich worth. Wenn du zumindest Spaß hast, aber warum sollst du 500 Stunden reinstecken, wenn es keinen Spaß gemacht hat? Hätte Skull and Bones Content für Langzeitspieler, nee, aber à la Division zum Beispiel wäre es wunderbar. Okay, das ist aber krass. Also, ich sag dir ehrlich, für mich hatte Skull and Bones nicht mal Content für 3 Stunden. 500 Stunden. Hey, er liebt das Game, ist doch was Schönes. Ja, safe. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, ich finde das immer sehr krass, aber ne, deswegen, kein Front an ihm. Ey, jeder hat an was anderem Spaß. Ne? Manche Leute werden sich bestimmt auch fragen, was ich für Spiele mag. So, ist ja, ne, das ist ja sauber. Deswegen ist er hatte noch irgendwas geschrieben. Ich kann jetzt nach 500 Stunden nicht sagen, das Game wäre scheiße. Damit würde ich mich selber lächerlich machen, aber Skull and Bones hat sich für mich gelohnt bei der Spielzeit, ja.
Selbst für 90 Euro. Ja, das stimmt. Also das muss man sagen. Da sind natürlich die 90 Euro, wenn du es 500 Stunden gespielt hast, dann ist natürlich, ne, ja. No front, aber die Meinung ist scheiße. Naja, es ist halt, ich meine, das Schöne ist ja, er hat ja viel Zeit reingesteckt und er sieht ja auch, dass da Probleme drin sind, ne? Ja, ich meine, das Ding ist, wenn du 500 Stunden in ein Spiel gesteckt hast, dann ist ja, also dann siehst du das Spiel mit ganz anderen Augen. Also der sieht das ja komplett anders als ich. Ich habe das Spiel noch gesehen in dem Vergleich mit Black Flag und was auch immer so. Aber der Bre hat das ja noch, Junge, das war ja. Paper Mario 2 Trailer gesehen. Ist ein neuer da? Ich meine, es ist halt Paper Mario 2, ne? Vor 3 Stunden. Mhm. Stunden, einfach mehr als ich in Red Dead 2 und Cyberpunk. Ja, das ist crazy. So, das ist halt, Junge. Kevin, deine Videos sind einfach goated. Es tut wirklich gut zu sehen, dass Leute noch Videos mit Liebe und Leidenschaft machen. Danke dir, Digga. Ich habe über 5000 Stunden vor einer Drecksgame. Ich meine, das Ding ist, ich habe ja auch, glaube ich, 1000 Stunden in Overwatch. Und mittlerweile würde ich auch sagen, Drecksgame. Aber für die meiste Zeit. Das Wort vom Protagonisten mitsprechen. Der war stumm. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, der war stumm. Ja, den Wolverine-Trailer habe ich gesehen. Lass mal hier reingehen. It's Mario and he's Paper. Ey, Waffel, ich habe ein bisschen dieses Mario und Luigi. Ach, wie heißt das? Paper Jam, halt das, wo Paper Mario noch dabei ist, gespielt. Weil ich nach Superstar Saga irgendwie richtig Bock hatte auf ein weiteres Game davon. Und das hier hatte ich halt noch und hab's noch nicht gespielt gehabt. Ich hab's ein bisschen gespielt, aber ich find's richtig wack. Ich weiß nicht, vor allem so im Vergleich zu Superstar Saga, es passiert einfach gar nichts. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's jetzt nicht so weit gespielt. Ich bin im zweiten Gebiet, aber ich werd's auch nicht weiterspielen. Ich weiß nicht, Superstar Saga hat mich richtig gecatcht, aber dieses Paper-Ding da nicht. Aber auf das hier freue ich mich, Digga. Paper Mario 2 Goat Game. Hero and his allies open the storybook on an epic paper adventure. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. danach Follower, mach weg. Wie viel? Das sind 1000 Euro. 1000. Auf einen Schlag, 1000 Euro. Kuss, Digga. Junge, what the fuck? Ja. Mach weg, schreibt auch. Junge. Von wem? Von Grieche ohne Geld. Grieche ohne Geld. Schon wieder 50er Subbomb und 1000 Euro. Auf einfach so. Einfach so 1000 Euro. Die piss ich. Warum mache ich mir überhaupt Stress mit dem Alan Wake Video? Miete ist gezahlt. Bruder. Shay, zweiter Account. Junge, der hat im Lotto gewonnen. Der hat irgendeine einsame Insel auf Griechenland und weiß ich nicht. Abenteuer Bowser, ja Mann, das war geil. Und das will ich mir noch holen. Das gab's ja auch noch auf den 3DS, um kurz mal wieder auf das Thema zurückzukommen. So, warte, Crumble hat noch geschrieben, aktuell 979 Stunden in Kingdom Hearts 1 plus 2.5 PS2-Teile. Das ist halt alle mal komplett ausgerechnet. God damn. Damals sind die 30 Euro gelobt. Nein, aber das ist schon crazy, Alter. Der zieht zurück, nachdem du dick shoppen warst, Kappa. Kann natürlich sein. Der hat eine Insel in Griechenland und lügt dem Staat vor, er hat kein Geld. Erinnert mich an eine andere gewisse Person. Ja, Gehalt, Fragezeichen. Ey, Jungs, wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Bald kann ich selber Geld rausschmeißen. Dann kann ich die Mods bezahlen, Junge. Let's go. Jetzt ist er wirklich Grieche ohne Geld. Das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Der hat ja schon. Ich meine, guck mal, warte mal. Wie viele Subs habe ich gerade? Wo steht das denn? Muss ich nach oben scrollen. Weiß nicht, seht ihr das? Wie viele Subs habe ich? Irgendwas mit 400 Subs oder so habe ich. Und ich glaube, Grieche ohne Geld ist an 200 davon schuld oder so. Also, Junge. Beruf Twitch-Zuschauer. Alter.
Junge, bald musst du vorreichen, um deine Steuern hinterziehen. Ja, als ich heute die E-Mail bekommen habe und so gesehen habe, so, oh, ne, ui, das ist ein Sümmchen, das ich bezahlen muss. Aber jetzt, ey, das hat es wieder leichter gemacht, Junge. Was soll ich dir sagen? Nein, aber ohne Scheiß, Grieche ohne Geld. Ich hoffe, du bist reich und du kannst das Geld so easy rausschmeißen. Falls nicht, Digga, behalt das Geld bei dir. Ich nehm's aber gerne. Nur um das zu sagen, ich nehm's gerne, aber falls du's, ne, also so. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie hier die Situation ist. Du kannst dir echt noch Zeit lassen mit dem neuen Video, nimmt halt Stress aus. Nee, es ist ja mit Holy abgestimmt, ne, wann das Video kommen soll. Die sind da schon sehr kulant so. Ich habe denen schon eine Range gesagt, so von 5 Tagen, wo das ungefähr kommen soll. Die schreiben immer so, yo, ist cool. Es ist meistens, fällt es immer auf den allerletzten Tag von der Range, die ich gesagt habe. Ja, aber es ist wirklich knapp. Aber einfach nur, ich weiß nicht, das Ding ist, wie gesagt, ich war halt einfach, wenn die Kreativität nicht da ist, dann sitzt du halt auch vor dem Programm und was sollst du machen? So. Deswegen habe ich dann die Zeit genutzt, für den Zweitkanal zu schneiden und ein bisschen Pause zu machen davon. Und Ich jetzt sehe bin ich voll im Flow, aber es ist halt, die Zeit ist knapp. kein Gott, wenn du so ein schlechtes Gewissen hast beim Annehmen, kann ich dir auch helfen, Kappa? Nee, ernst, also so ist das überhaupt nicht gemeint, Digga. Also wirklich, ne, ich nehm das. Ich sag dazu nicht nein. Ich will nur klarstellen, dass falls jemand, ja, so. 1000 Euro, Digga. Ich sag dir ehrlich, wenn das wie bei Shay bleibt, Riesenkuss, wirklich. Und selbst wenn du es zurücknimmst, auch alles cool, Digga. Okay. Danke an den Griechen für den Sub, so nicht anders, Digga. Ohne Scheiß. Er hat so viele Subs wieder verschenkt diesen Monat, Junge. Was hast du damit eigentlich gemacht? Alles auf dem Konto. Alles Mittelleute. gespart. Also, ich meine, gut, ich gebe schon natürlich Geld für Stuff aus. Ich habe ja hier unnötigerweise 3DS für 300 Euro gekauft. Manchmal kaufe ich mir halt schon Stuff so, aber ich habe echt Schiss vor Steuern, ohne Scheiß. Ich habe heute Nico und Sascha, also Nainscope und Unsympathisch TV, haben ja einen Podcast und den höre ich gerade immer wieder. Und da hat Sascha jetzt auch wieder darüber geredet, dass der gerade Stress mit dem Finanzamt hat. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ohne Scheiß, da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen, ich habe einen sehr teuren Steuerberater, weil ich will wirklich, ich will damit nicht, ich will, dass das einfach wuppt. So, ich habe gar keinen Bock drauf. Der Lambo zahlt sich nicht von allein. Der Lambo kommt nicht von allein, Jungs. Geld anziehen und behalten. Manchmal ein 3DS kaufen. Grieche ohne Geld hat seinen Namen vertauscht und weiß nicht, wie man den umstellt. Eigentlich heißt der Geld ohne Grieche. Kann natürlich auch sein. Kommt in die Gruppe, Jungs. Ich zeig euch, wie das geht. Ich zeig euch, wie ihr Leute wie Shay und Grieche ohne Geld anzieht. Das ist gar kein Problem. Was habe ich gemacht? Ich sitze hier und habe 1000 Euro bekommen. Wollt ihr das auch? Das ist surreal. Also wirklich, ich meine, ich sehe es ja hier links noch, dass es hier steht. Das ist surreal, ne? 1000 Euro auf einem Schlag. Du bist ein Wahnsinniger. Also, das ist, Junge. Jawohl, Mann, ja. Ja, Porsche Cayman S. Danke, Mann. Ja oder wollt ihr reich sein? Ja oder ja? Junge. Aber da hat der Griechen eine fette Donation gehört. Fabio, der hat 1000 Euro gespendet auf einem. 1000 Euro. Einfach bam, Donation 1000 Euro. Ja, jein. Ich hätte das auch gern. Ja, es ist. Lüge. Ja, was soll ich dir Lüge, sagen? Lüge, Lüge. Dann komm in die Gruppe. Ich mache eine WhatsApp-Gruppe heute auf. Jungs, kommt rein. Ich schicke euch das. Ich zeig euch, wie ihr euer Streaming-Setup machen sollt und so und wie ihr da seid und so. Ne? Ich zeig euch, wie das geht. Wo muss ich vorbeikommen zu lunchen? Ich bring dir jeden Tag Döner, Bruder. Das wäre auch, Junge. Auch OF, Digga. Das ist aber, wenn es nicht mehr läuft. Wenn es nicht mehr läuft, kommt die TikTok- und OF-Strategie. Dann switchen wir das ein bisschen ab. Ich ziehe Geld an wie ein Magneten.
Ja, Grieche ohne Geld übrigens immerhin 11 Nachrichten geschrieben, ja, ohne Scheiß. Ich meine, Shay war ja im Grunde, glaube ich, in 2 Streams oder so dabei. Ich weiß nicht, ob er öfter am Lurken ist. Kuss an ihn. Erklärst du dann auch, wie man seine Skill-Issues weiterentwickelt? Leute, guck mal, das ist halt das Ding so. Auf Twitch, entweder müsst ihr gut in Spielen sein oder ihr müsst unterhaltend sein. Aber es gibt noch einen weiteren Way, und zwar mein Way, ihr müsst gar nichts davon sein. Und den zeige ich euch. Kommt in meine Gruppe. So heißt es nämlich. Entweder müsst ihr gut sein, damit Leute euch zuschauen, oder ihr müsst unterhaltend sein. Ich zeige euch, wie ihr keins von beiden sein müsst. 1000 Euro passives Einkommen, gesponsert von Grieche ohne Geld. Kommt in meine Gruppe. Oder Hot Tub Streams. Wenn ihr eine Frau seid, habt ihr sowieso durchgespielt. Also, wer eine Frau ist und immer noch normal arbeiten geht, cringe. Ich würde sagen, kauft euch einen Pool, kauft euch eine Kamera, 2 Kameras, eine von vorne, eine Arschcam und dann habt ihr es. So. Oh, Junge. Wo ist der Link zur Gruppe? Ich muss erstmal eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Ich muss erstmal eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und dann machen wir das. Ich ziehe Geld auf wie ein Magnet! Jetzt 20% Rabatt mit dem Code. Quid sagt, ich bin ein Nichts. Und wisst ihr, Junge, ich muss ganz kurz. Macht euch schon mal bereit, gebt mir eure Kontodaten, holt alles schon mal raus, weil ich muss jetzt. Wir haben eben Flammkuchen gegessen, selbstgemachter Flammkuchen, war sehr, sehr geil, drückt aber gerade anders hart. Hier der Name, ich bin gleich wieder da, Happy Po regelt, Momentum mal, ich bin gleich wieder da, warte, ich mache euch Musik an. Es wird jetzt Speedkacken, Jungs, ich bin, okay. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Hör auf zu quatschen, komm raus! Kaiserbildform. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Okay. Oh, Junge, die Cuphead-Musik hat gut zu meiner Situation gepasst, Alter. Ah, oh, was geht? War es mal besser? Scheiße, wie war ich in der Zeit? Ich habe nicht drauf geachtet. Naja. Das soll Speedkacken gewesen sein. I doubt it. Naja. Ich gehe da unter einer Minute hin mit 2-mal abwischen und Hände waschen. Naja.
Die Hälfte der Zuschauer. Das ist ich hoffe, Grieche ohne Geld ist nicht weg. Ist auf dem Klo jetzt Fallout? Da war Fallout, Digga. Also da ist aber dieser andere Atombomber. Gefühlt der langsamste Schiss seit lang. Echt? Okay, mir kam das gar nicht so langsam vor. Auf Toilette war, da war ein Fallout, Digga. Da sind die Atombomben reingehittet. So, eigentlich wollte ich ja hier diesen fucking Trailer gucken. Paper Mario, the thousand year door. Ey, es wird so sick. One terrific day, Mario receives a letter from Princess Peach. And wird alle Paper Mario 2 Remake kaufen, damit Nintendo ein neues Mario Luigi bringt? Meinst du, das funktioniert bei denen so? 2,5 Minuten, um es genau zu nehmen? Naja, ist aber okay. Es war schon, war auch eine üble Nummer, was da passiert ist. Also, ihr habt es nicht gesehen, ihr habt es nicht gehört. Das ist auch besser, aber, ne? Is your map? Mario immediately books it to find the legendary treasure and a now missing princess. Let the tale begin! Man hat's gehört. Rice, was geht? Nächstes Mal Foto. Oh, Junge. The towns, the forests, the locals. Yep. Schau mal eben, Insta, so funktioniert ein neues Wartebanner. Wie bitte? Mom? Let's go! Crumbold hat sich den Happy Po bestellt. Digga, ich müsste eigentlich Provision von dem Scheiß bekommen. Was ist das denn? Hey, Leute, Junge, Crumbold hat sich den Happy Po gekauft. So, nicht anders, Digga. So, das ist jetzt, jetzt haben wir es doch. Ganz kurz die Situation. Ich glaube nicht viele haben. Wie viele von euch haben Paper Mario 2 gespielt? Eins in den Chat für gespielt, zwei für nicht. Wie viele haben es gespielt? Wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele gespielt haben. Ja, zwei. The versatile Mario can slip through tight gaps and turn into a paper plane. 10 Minuten. To glide through the air. Hmm. Looks like he's making that paper work. Okay, ganz, ganz, ganz viele, fast nur zwei. Also ich kann euch nur raten, also falls ihr eine Switch habt und ihr mögt irgendwie so ein bisschen rundenbasiertes Rollenspiel-Ding und so, Paper Mario 2 ist ein wirklich gutes Spiel. Sieht aus wie ein Spiel von 2015. Naja, es ist ein Gamecube-Spiel, also es ist älter noch als das. Weiß gar nicht, wann das rauskam, aber, ne? You'll also get to play as Princess Peach. Bowser. 2004, ja. Pretty unusual adventures of their own. Ich meine ganz ehrlich, wer noch nicht überzeugt war, das ist ein Begleiter. Das ist ein Begleiter und so wie ich mich recht erinnere, nimmt Mario, also das klingt, also, aber es ist so. Er nimmt sie, glaube ich, von hinten, drückt auf ihre Titten und dann bläst sie die Gegner weg. Also es klingt ganz übel, aber ich glaube, es ist wirklich so. Und das wusste Nintendo. Das kann mir niemand sagen. Partner up with Goombella, an upbeat archaeologist in the making, who provides valuable insight. The shy yet determined Koops, who can ram enemies and objects with his shell. Ja. Madame Fleury, a retired actress who can conjure with. Da! So. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Wird. Du hast mich schon am Anfang gesagt. And to send things flying. Other partners with Mario Wonder auf einer Skala von 1 bis 10, überlege es mir zu kaufen. Ich würde sagen 8. Mario Wonder ist sehr, sehr gut. Vicious personalities will also join the party. Oh, der Bob-Omb war cool. Swap partners when the situation calls for it and use their abilities to progress on your journey. Enemies include a mysterious organization also hunting for the treasure. Ja, das ist einfach ein geiles Spiel. Hier passiert echt viel.
Es ist, also die Story ist ganz cool. Die Welten sind sehr, sehr geil. Man ist hier in so einem mysteriösen Dorf, wo die Mitglieder in Schweine verwandelt werden. Man weiß nicht warum. Dann ist man in so einer riesigen Kampfarena und es ist einfach UFC. Man ist in so einem Zug und muss so Detektivarbeit leisten und so einen Fall herausfinden und so. Hier sind sehr, sehr viele geile, ne? Man ist auf so einer Insel mit so einem Piratenschatz und einem Piratengeist und so. Es ist ein sehr, sehr kreatives, geiles Spiel. Und das Kampfsystem ist auch ziemlich nice. Also ich kann es euch raten, wer es noch nicht gespielt hat und so. Maulwurf wird es wieder da, meine Brille ist dreckig. Ich sehe legit gar nichts mehr. You might press or mash the buttons shown on screen, among other actions. Perform an action command with good timing, and you might get a better outcome. Es ist Paper Mario 2 Combat mit geilen Color Splash Grafik. Ja. Na, die Grafik ist ja, ich würde sagen, die Grafik ist die gleiche wie vom GameCube, nur halt nur HD, ne, oder? Seats will gradually fill up. Impress the audience to earn stars. Ja, es wird halt einfach wirklich einfach alles erklärt von dem Spiel, ne? Was ist dieser Geist? Ja, es ist... Badges you find during your travels to gain benefits from Mario and his partners. Weil das Schöne war hier auch noch, das merke ich auch in diesem Mario und Luigi Paper Jam Ding, die haben hier noch so, ich mag das immer, wenn bei Mario-Spielen immer wieder neue Kreaturen mit reinkommen und neue Viecher oder halt, ne, klar, das hier ist ein Bob-Omb, aber er sieht zumindest anders aus oder so. Oder hier, wie heißen die, diese Bubus in dem zweiten Level, wo man ist in diesem Wald und so, dass halt einfach immer neue Viecher da sind und so. Bei irgendeinem, ich glaube, war das bei Color Splash oder so, da gab es gefühlt nur Toads und so. Und auch bei Mario Luigi Superstar Saga, da waren halt diese Bohnentypen. Und dann in Paper Jam sind halt wieder einfach nur Toads. Und ich nehme mir so, bruh. You can also use Fire Flowers and Power Blocks, among other familiar and peculiar items. And during battle, stage props can fall. Or the audience might throw stuff. Ja, ich stimme, Origami King auch nur Toads, ne? Ich finde das irgendwie ein bisschen lame. Oder hier aus, ne, hier ist so ein fucking Drache und so. Oh, die ist auch, jo. Die küsst Mario immer. Aber weil die so klein ist, sieht es immer aus, als würde sie auf seinen Dick küssen. Das Game sollte ab 18 sein. Roll up to the Beyonta Parlor. Match pictures. Or play minigames using Mario's. Ja, Domtendo liebt das sehr, ja. Challenge the pit of 100 trials. Sehr hot würde. Find star pieces and shine sprites to unlock galleries. Also sie sagen, das ist quasi eine Review hier oder halt eine komplette Zusammenfassung. Was ist das für ein Trailer? Auch so ein Happy Ich werde zu Weihnachten werde ich all meinen Mods ein Happy Post schenken. Na, ja, wobei Crombot hat sich jetzt schon eingekauft, aber ne, an die restlichen, an die Non-Believer. Ja, wird ein geiles Spiel. Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Da werden wir im Stream auf jeden Fall reinschauen. Das Ding ist nur, am Anfang passiert halt noch nicht so viel. Aber, ne. Das war wirklich auf den Dick. Ja, hier ist es irgendwo passiert, ne? Wo ist es passiert? Wo hat sie geküsst? Aber irgendwo ist es passiert. Da! Bam. Mein Happy Post bestellt. Junge, Rice. Oh, Junge. Oh. Du und Crumbold. Ach, Leute. Das Ding ist, ich war ja genauso wie ihr. Mich hat ja Ranton dazu gebracht. Der hat auch darüber erzählt, wie nice das ist. Und dann habe ich es mir bestellt, weil ich mir dachte, ey, das klingt wirklich gut. Ne? Und ja, was soll ich euch sagen? Ach, Junge. Quid, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube an Happy Pro, aber ich warte, bis du sagst, dass ich bereit bin, Happy Pro-Nutzer zu sein, weil ich auch dir vertraue, Quid roche.
Das Ding ist, du musst so überlegen, dein Kack-Game ist anscheinend sehr, sehr strong, wenn du sagst, du bist ein Ein-Minuten-Scheißer. Jetzt ist die Frage, willst du es auf das nächste Level bringen? Du bist schnell, die Frage ist, wie sauber bist du und kann man es vielleicht noch schneller machen? Willst du deine Zeit noch mal cutten, aber dabei noch krasser sein? Falls ja, dann komm in die Gruppe. Manchmal wäre ich gern klein, dick und Italiener. Ja, es ist. Ja. Level up in der L, ja. Wie viel kostet ein Happy Pool? Ich weiß gar nicht, 15 Euro oder so? Speedgarden bei den Olympics. Ja, hey. Hey. POV ich als Kind beim Zähneputzen. Okay, Leute. Gibt's noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Haben wir noch? Das ist halt, was ist das? Okay, Overview-Trailer. Die haben halt wirklich einfach alles. Aber hier, die Leute schreiben auch, ne? One of the greatest RPGs. Es ist wirklich, es ist ein geiles Game. Wollen wir aber jetzt in ein anderes, nices RPG reingehen? Wenn Allotrix wüsste, dass der halbe Stream aus Kakteen besteht. Okay. Wir gehen rein. Fallout New Vegas, meine lieben Freunde. Fallout New Vegas. Hab ich übrigens Fallout geschaut. War eine starke Serie. Aber die Games sind trotzdem Arsch. Ja, deswegen, das muss man, also ich muss auch sagen, also die Serie, ich würde auch sagen, dass sie das Beste ist, was Fallout bisher gemacht hat. Aber die Lore von Fallout ist halt einfach auch sick. Und die Welt ist halt cool, ne? Aber es sind halt trotzdem PC-Spiele. So, ich glaube, die Optionen müssten eigentlich okay sein. Wir starten. Fallout New Vegas. Fallout 3 letztes Mal war so lustig. Ich hoffe, Fallout New Vegas ist es auch. Erklärt offiziell, ich habe immer Götterschiss. Muss theoretisch nie abwischen, Ja, what weil the fuck? Rosette sauberer ist als die Teller bei einem Babadöner. Aber mach natürlich trotzdem, weil sicher ist sicher. Aber ja, möchte gehen auf neues Level. Ja gut, aber wenn das so ist, wenn du wirklich so Ich ein... bin reich und ich scheiß auf alles. Der Bruder will einfach nur ins Highlight-Video kommen. Der hat letztes Mal gesehen, dass er ins Highlight-Video gekommen ist. Und er will wieder ins Highlight-Video und du hast es geschafft, Digga. Nochmal 500 Euro? Ja, das sind 1500 Euro. Das ist Shay-Level, was du hier machst, Digga. Vor allem, warum sind das immer die ruhigen Leute, weißt du? Er schreibt dann halt auch nichts dazu. Er spendet einfach nur. Man kann ja auch noch eine Nachricht senden. Er macht einfach auf den, Digga. Er ist, Junge. Danke dir. Danke dir. Auch. Stimmt, hätte auch ein Tausender sein können. Ey, wenn du schon, dann kann man doch auf alles gehen. Ne? Also da will ich ja jetzt hier nicht den machen, aber. Nach Steuern sind das einfach 30 Euro. Geisteskrank, der Junge. Fucking Steuern, ich zieh aus. Bruder, ich hab irgendwas im Auge und es nervt mich. Junge. Grieche ohne Geld, größer Shay, no front. Junge. Nach Steuern ist das ein Döner worth it. Junge, worth. Der Grieche ist Ben. Oh, er spendet im Schatten. Jawohl, Alter. Du hast 1500 Euro morgen. Ich hab Reichtum im Auge. Sowas kennt ihr gar nicht. Junge, aber jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das, Digga? Boah, was im Auge haben ist. Ha! Was sagt dein Steuerberater dazu? Ja, das ist jetzt. Was sagt mein Auge dazu? Arme da Zickzack. Kannst du noch 76 und Fallout 4 holen? Ja, habe ich auch. Also ich habe die beiden Spiele schon. Werden wir auch spielen. Shay und Grieche sind einfach in der Gruppe. Junge, warum ist die Mausempfindlichkeit in den Spielen immer so gigantisch hoch? Leute, merkt euch das.
76 Giga-Arsch, aber das ist ja eigentlich nur Material für einen umso geileren Stream so. Ja, okay, komm, wir gehen rein. Wir machen neu. Neu, ja. Okay, wir gehen rein. Fallout 70s, nee, Moment. New Vegas, bam. So emotional. Das ist 1500 Euro, wenn jetzt auch nicht. Ja, was soll ich denn sagen? Die VIP-Lounge. Guck mal, es ist perfekt. Ich habe jetzt gerade 1500 Euro bekommen. Das wird jetzt ja alles in New Vegas auf Rot gesetzt. Das ist doch der Way. Das ist der Way to go. Wichtig anzumerken, das ist ja nicht von Bethesda entwickelt. Das ist Obsidian hat das gemacht. Und es wird von vielen als das beste Fallout ever angesehen. Toddy Boy hat das, glaube ich, nicht gemacht. Aber wahrscheinlich ist er irgendwie trotzdem irgendwie involviert oder so, I don't know. Wenn du wieder McDonald's Mitarbeiter bist, spende ich dir 100 Bits im nächsten Stream. Ah, Junge. Das war ein lupenreiner Headshot, das, was soll ich euch sagen? Das war Wahnsinn. Nee, Toddy nicht involviert, ja. Und ich glaube, der Bree auf dem Boden. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Jawohl. Ich glaube, das waren wir. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Soll ich lauter machen? Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu... Mom, ich mach ein bisschen lauter, sorry. So. Nein! Hab ich's jetzt übersprungen? Oh, nö. Och, nee, sorry. Sie sind wach. Ich musste raustappen, um's lauter zu machen. Alter. Das ist nicht dein Ernst, warte mal. Nee, das geht nicht. Ich will das Intro haben. Was passiert denn da noch? Er killt die Atmosphäre. Profi, ja, sorry. Wir gehen nochmal rein. Ich starte nochmal von neu. Sorry. Okay. Okay. Neustart. Es ist überhaupt nichts passiert. Wir haben nichts verpasst. Wir müssen das mitbekommen. Das ist wichtig. Das Intro, Krieg bleibt immer gleich. Gleich, ja. Ja, ich bin einfach schon so drin bei Griech, Alter. Wait, 1000 Euro Donation? Was habe ich nicht mitbekommen? Ja, Digga. Er hat eben schon 1000 Euro rausgehauen. Und jetzt einfach nochmal 500. Krieg bleibt immer reich. Ich bin schon in dem Vault-Mindset. Oh, ein Sniper. Ich frage mich, ob er trifft. Ich frage mich, ob er sein Ziel trifft. Er hat getroffen. Genau, Fallout wäre so ein krasser Kassenschlager für Bethesda. Ja, und das ist halt das Problem. Neues Fallout werden wir mindestens erst in 15 Jahren sehen. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Ach nein, das hat's gekocht mit Vault 11. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien. Oh, die Flagge gab's in der Serie. Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Erzählt das doch der gleiche mit Juni? Ich weiß es nicht. Ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Reichtum, Macht und Ruhm. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado.
Er ist Attack on Titan. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Okay. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm. Gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Davon wird es jetzt keinen weiteren Teil geben. Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Ja, das mit Ace Vater ist krass, Sie ne? Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum. Nee, nicht meine Kohle. Die hat mir Grieche ohne Geld doch gerade eben gegeben. Es ist Zahltag. Mann, hast du es bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Lieferung. Two-Face? Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Der Bart links ist ganz wild. Sieht sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. Rechts ist aber auch wilde Frisur und Bart. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Nein! Nein! Eine Obsidian Entertainment... Ja, Fallout New Vegas, Bomb. Ich glaube, hier werden wir sehr viel schneller reingeworfen als. Wir sind wach. Na sowas. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Oh, you're finally awake. Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Na, selbst versteht sich. Kurier, deine Mutter. Wir sind natürlich bester Typ. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber... Was soll das denn heißen, Digga? Ist, dann warte mal, wir müssen wieder die Untertitel anmachen. Audio, nee. Ist das hier? Nee, Moment mal. Anzeige. Allgemeine Untertitel, ja. Ich bin Doug Mitchell. Willkommen in Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen... Ja, warum ist es so leise? Das ist scheiße. Wie habe ich es gemacht? Das ist auch schon bei Fallout 3 so gewesen. Das ist, die Lautstärkenschwankungen bei dem Spiel sind crazy. Manchmal sind die voll laut, manchmal voll leise. Was ist denn hier aus dem Video geworden, was ich dir geschickt hatte? Ja, also ich würde sagen, wir machen eine Reaction danach. Ich bin nur mittlerweile wieder ein bisschen unsicher, ob ich auf das Video, ob wir uns das zusammen anschauen wollen. Aber schauen wir uns, schauen wir dann gleich. So, Geschlecht, wir sind natürlich bester Tü. Das heißt, wir sind das gute Geschlecht. Twitter macht sich bereit. Ethnie, natürlich auch wieder weiß. Wir sind voll privilegiert. Weiter geht's, Gesicht. Den finde ich schon, direkt, also der, die Haare weiß ich nicht, aber der Bart gefällt mir schon mal direkt gut. Hier die, wieder eine Tunnelschlange. Du das deine Karriere. Ich sehe Geld auf dir, mach einfach Rap-Gott. Warum ist das so leise? Das ist voll scheiße, Quewit 2024.
Soll ich dir sagen, Digga? Was soll ich dir sagen? Okay, warte. Frisur, wir nehmen eine andere. Oh, man kann sogar die Tunnelschlangen. Sollen wir in Memory an Butch, an die Tunnelschlangen für sein Fastopfer in Fallout 3 die Tunnelschlangenfrisur nehmen? Ja? Okay. Nee, Moment. Ja, die meisten Dinge stimmen, ja. Die Haarfarbe. Ja, passt. So, Gesichtsbehaarung, wichtig. Ich finde den nicht schlecht, aber vielleicht ist hier noch was Besseres. Ja, das kann halt sein, dass das genau die gleichen sind wie in Fallout 3. Was ist das denn? Okay. Ah, ne. Ach so. Mhm. Oh. Ehrlicher Arbe. Ich dachte erst, ich habe erstmal gelesen, ehrlicher Hase. Sein Opfer, das er. Ja, sein. Deswegen sage ich ja, sein Fastopfer. Säbelrassler. Mhm. Frauenheld. Aber der. Ja, der Name ist gut, aber. Harter Bursche. Die sind irgendwie ein bisschen. Daddy-O, Trucker. Hm. Irgendwie ist das alles. Rennstreifen. Ah, nee. Wir brauchen irgendwas. Jawohl. Ja, so. Ich wollte gerade sagen, irgendwas Mächtiges brauchen wir. Noch was Besseres? Nee, ne? Okay. Oder der hier? Nee. Todesbiker. So. Lies Waffel? Was? Hübi reagiert gerade auf dein Last of Us 2 Video. For real? Warte mal. Oh Junge, die Mausempfindlichkeit. Mom? Ist er auf Twitch oder was? Welches Last of Us 2 Video? Mom? Warum denn die alten Videos? Ist er auf Twitch oder was? Oh, nee. Welches Last? Watch me now. Oh, Werbung. Ja, das alte. Mann, der soll mal auf ein neues Video reagieren. Warum guckt er denn die alten wacken Videos? Ja, fucking Twitch-Werbung, ne? Abgehoben, nein, Kuss an dich. Um Ellie und ihre Rache ging, das ist mir erst wieder eingefallen, als Tommy auf uns geschossen hat. Zum Glück konnte Abby das Diplom. Nein, das ist eine neue Last of Us Video. Beiden gemeinsam durch die Gegend. Shoutout an ihn. Shoutout an ihn. Die Geschichte von Ty. Okay. Kuss, Digga. Wir machen mit Fallout weiter. Ehrenmann. Schreib mal rein. Ich weiß nicht. Ich finde das immer so unangenehm. Da bin ich schüchtern. Okay, warte. So, wir haben jetzt einen sicken Bart. Kevin lacht über seine. Nein, ich hab über seine Lache. Also ich habe seine Lache gelacht. So. Tunnelschlange in den Chat. Lüge. Es ist immerhin das neue Last of Us Video. Lüge. Angebetet. Lukas, danke dir für die 6 Monate. Sag wenigstens mal Hallo. Okay. Aber, okay. Wuhu! Okay. Okay. Was soll ich schreiben? Was soll ich schreiben? Das ist jetzt die Frage. Warte, ich mach den Ton. Bei der Red Hat Simulator. Und als mein. Dann hört man aber meine Ninja Stimme. Assassin's Creed.
Danke für den kleinen Front an der Stelle. Hier im Schnee gestartet ist, war ich nicht so 100% überzeugt. Klar sieht es hübsch aus, aber nicht so mega hübsch. Das hat sich aber komplett geändert, als man in Seattle ankommt. Holy shit, sieht dieses Spiel hübsch aus. Wie konnte sowas auf einer PS4 laufen und wie wird das Last of Us Remake aussehen, wenn das alles aus der PS5 rauskommt? Ich habe reingeschrieben, ich habe gechattet. Das ist nicht der Grund, warum ich noch ein Video zu diesem Spiel mache. Und zum Alter, Kevin, du süßer Mann. Was geht? Bruder, ich hab dich vorhin in ein Liebeshotel eingeladen. Bruder, du... Ich weiß nicht, wie du das machst, Bro. Ich weiß nicht, wie du das machst. Aber du bringst meine Meinung so gut auf den Punkt. Ich bin so deiner Meinung, was die Emotionen angeht, dass Last of Us dich nicht gut fühlen lässt, sondern dass du einfach nur... Last of Us lässt sich nur was fühlen, aber nichts Gutes, dass Abby strong ist, dass es kein Gut und Böse gibt, Bruder, Alter. Ohne Scheiß. Ich schreib nächstes Mal dein Skript, Digga, ist eh die gleiche Meinung. 20. Mal drüber reden. Ich sitz einfach nur hier und schrei ja, ist so, ja. Ich komme mir übelst idiotisch dabei vor. Hendrik, danke für dein Gifted. Hat sich nicht viel geändert. Ich mag sie zwar mehr als vor einem Jahr, aber es gibt immer noch ein paar Dinge, die doof sind. Technisch ist es natürlich auf der PS5 noch beeindruckender als jemals zuvor, aber nein, das ist nicht der Grund, warum noch ein weiteres beschissenes Video auf meinem Dreckskanal online kommt. Der Grund für dieses Video ist folgendes. Okay, ich habe jetzt noch geschrieben, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Und wir machen gleich weiter. Story-mäßig, es werden Connections geknüpft, Junge. Let's go. Aber anscheinend alles, denn das ist eines der spaßigsten Spiele, die ich jemals. Gucken, ob er die Nachricht noch sieht. Ansonsten. Ich muss aber auch sagen, dass mir vom Gameplay auch von Last of Us 1 nicht mehr viel im Kopf geblieben ist. Ja. Also Last of Us 2 ist in meinem Schädel wegen der geilen Story. Woohoo. Ey, Kevin, dann wünsche ich dir viel Spaß im Stream, Kollege. Puss, Junge. Ja, also, wie gesagt, ich Ehrenmann, Digga. Junge, holy shit. Ehrenboy. So. Ja, machen jetzt aber weiter. Siehst du, war doch gar nicht so schön. Ja, man muss auch mal über seinen Schatten springen, okay. Was soll ich dir sagen? So. Raid gesichert, gut gespielt, Gavin. Ja, mal gucken, wer als erstes aufhört zu streamen. Ich weiß ja nicht, wie lange, ne? Wie lange, sonst, ansonsten raide ich ihn. Okay, fertig, weiter geht's. Gefällt Ihnen Ihre Figur? Frag ihn, ob er auch ein Happy Pro will. Ich schick ihn eins zu. Ich schick ihn einfach eins zu. Ob er will und nicht. Hübi bekommt ein Happy Pro. So und nicht anders. Ich war der Auslöser, dafür kriege ich ein... Was? Outsourcing? Krieg ich Shoutout? Achso, du meinst Shoutout. Und der hat Outsourcing daraus gemacht. Ja, Shoutout an Waffel. Danke dir für die Info. Ohne Scheiß. Junge, hast fast deine 200 Zuschauer. Digga, was? Vor allem, warum jetzt mal. Also, Shoutout an alle. Aber warum gerade bei Fallout? So bei Elden Ring habe ich das noch verstanden. Aber wir haben bei Fallout 3 letztes Mal legit den Viewer-Rekord gehabt. Mit irgendwie 180 Zuschauern oder so. Bei fucking Fallout. Ich meine, ich find's cool. Neue Serie. Ja, kann sein, ne? Okay, das ist jetzt... Das ist die New Vegas-Version von Bester Typ. Haare an Butch angelehnt. Tunnelschlangen, ihr wisst es. Wir waren alle dabei. Und der Bart... Ja, weiß ich nicht. An Bismarck angelehnt. So, weiter geht's hier. Fertig. Gefällt Ihnen Ihre Figur? Ich würde sagen, ja. Gut. Es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Oder Maika, ja, Maika, stimmt. Nächste Woche PS5 mit Spider-Man 2 bestellen. Let's go, Junge, let's go. Geil. Zum Vitalitätstester da drüben. Immer schön langsam. Das ist keine. Der alles auf Rotbutsch, ja. Okay. WASD zum Bewegen. Wir haben es herausgefunden. Wir sind Profi. So, die Mausempfindlichkeit mal wieder hochschrauben, weil hier irgendwie alles am Schwanken ist. Sieht ganz gut aus. Gehen Sie rüber und probieren Sie den Mittel-Leute. So merken wir schnell, ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Okay, E-aktivieren. Vit-O-Matic, Vitalisier-Tester. Ja, okay. Das ist unser, das ist hier dat, okay, wie das Buch letztes Mal. Special. Okay, jetzt. Ach, what the fuck? Ne, war das Stärke?
Ah, Junge, guck mal, jetzt ist die Mausempfindlichkeit hier wieder auf 3 Millionen. Ich kann minimalste Bewegung machen. Okay, warte so. Warum ist die Hintergrundmusik lauter als der Opa? Ja, weil die Soundabmische einfach scheiße ist. Seit wann zockst du Tastatur? Ich dachte immer Controller. Naja, so Bethesda-Spiele, also es ist ja, sag ich mal, irgendwo ein Shooter. Deswegen, you know, Shooter ist irgendwie immer... Mach Sprengstoff. Ja, es ist jetzt die Frage, machen wir den gleichen besten Typ wie letztes Mal? Oder... Stärke sagt auch so, hier, beeinflusst Nahkampf, waffenlos, Gewicht, Inventar, Schaden, Waffeneffektivität. Sprengstoff, Dietrich, Energiewaffen, Präzision, Kompassreichweite. Ich würde sagen, wir gehen auf Wahrnehmung. Wir gehen auf Wahrnehmung. Aber der streamt momentan einfach Peak, muss man einfach mal sagen. Wenn der Fame kommt, immer mehr, aber du weißt nicht, was die Gefahr mit Fame ist. Ja, ey, Adanas, was soll ich dir sagen? Das Leon Mascher ist immer in meinem Kopf, immer. Also ich würde sagen, wir tun erstmal 5 Punkte auf Wahrnehmung, weil wir wissen, Sprengstoffwissen haben wir gebraucht in Fallout 3. Das heißt, wir brauchen es auch hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier mit einem anderen Bild. Ausdauer. Charisma, wir brauchen auf jeden Fall... Okay, warte, wir machen jetzt mal... Ich werde jetzt wild. Wir machen jetzt was ganz anderes. Reden ist schwer. Reden ist... Was soll ich hier? Wir haben keine Stärke mehr. Warte, warum war... Ne, hier, Wahrnehmung, ja. Wir haben keine Stärke mehr. Wir sind weiterhin charismatisch. Das ist wichtig. Ja. Genau, für Gamblen auf jeden Fall Luck. Deswegen, wir haben keine Ausdauer. Das wird der Übercharakter, ich sag's euch. Beweglichkeit ziehen wir einen... Ne, warte. Ne, Moment. Beweglichkeit sind wir auch nicht. Wir sind körperlich komplett am Arsch. Körperlich komplett am Arsch. Aber... Wir sind charismatisch, wir haben Ahnung von Sprengwaffen und wir haben das Todesglück. Wir haben das Todesglück. So. Die Frage ist jetzt... Mach Stärke, das brauchst du fürs Tragen. Red Bull. Okay. Ich hätte gedacht, vielleicht... Aber was sollen wir tragen? Wir tragen nichts. Wir haben entweder im Vorhinein haben wir erstmal schon Glück. Falls unser Glück uns verlässt, reden wir uns raus. Falls wir uns nicht rausreden können, sprengen wir alles in die Luft. Das ist gerade so mein Plan für dieses Spiel. Oder? Stärke echt wichtig. Ja, ja. Ja gut, dann tue ich die restlichen Punkte, tue ich dann wieder in Stärke. Dass wir nicht ein Stärke haben, wir haben 4 Stärke. Reicht 4 Stärke? Was ist Int? Stärke, weil mehr Bomben. Okay, ich verstehe, wir brauchen ein bisschen Muskelpower. Für, damit wir die Bomben tragen können. Quid denkt aber auch an uns Mods. Wir fragen uns nämlich auch, was wenn der Film nicht mehr ist? Ist der Happy Po zu Weihnachten dann Geschicht? Und denk auch an Uncle Bens weise Worte. Uncle Bens Reis gelingt immer und klebt nicht. So, das, so. Uncle Bens denke ich immer. Okay. Aber ich glaube, sonst ist okay. Intelligenz. Ja. Intelligenz ist okay. Guck, halbwegs kompetent. Also um's kurz zusammenzufassen, Mom, ich gehe nochmal zurück, damit hier jeder jetzt weiß, was hier abgeht. Bester Tü ist ein Leichtgewicht. So. Wahrnehmung Adler mit Fernrohr. Bom. Wir sind Mihawk von One Piece. Ausdauer. Eigentlich tot.
Charisma, Sektenguru, so, so, da haben wir's, komm in die Gruppe. Ne, Moment, und uns fehlt eins. Ja, ist klar. Intelligenz, Sektenanführer brauchen keine Intelligenz. Jetzt sind wir der Sektenguru. Sektenguru. Armleuchter passt zum Sektenguru. Wir ziehen Geld an wie ein Magnet. Beweglichkeit, wandelnde Katastrophe. Aber wir haben ein Privatjet, deswegen juckt uns das nicht. Glück, Münzwurf mit zweimal Kopf. Man muss sich anpassen. Bestatyr hat sich angepasst an Vegas. Wir gehen rein. Ja. Wie letztes Mal ausgeglichener Charakter. Genau, Privatjet, größer, alles andere. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Leon Mascher, Endgame-Bild. Alles auf Rot. Wir sind dabei. Wir gehen rein. Alge, Alge, Alge. Wundert es mich, dass die Kugeln nicht sofort umgekehrt und in die Knarre zurückgezischt sind. Nun, wir wissen, dass ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dung gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? Alles klar. Okay, setzen wir uns auf die Casting-Couch. Hinsetzen. Oh, wir haben keine Hose an. Alles klar. In Ordnung. Ich werde ein Wort sagen. Wir holen uns das Future Money. Mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Okay, alles klar. Hund. Zeitung. Haus. Einbrechen. Nach. Traum. Bandit. Erstechen. Licht. Dicht, wie ich. Mutter. Hui. Keksdose? Ja. Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Kannst du nicht scrollen? Achso, vielleicht. Ja, aber ich muss ja das erste nehmen, was mir. Ne? You know what I'm saying? Shane Rogue spielt auch Fallout 4. Scheiß Nachmacher. Moment mal, was hat er denn jetzt gesagt? Ah, was ist das Bild hier? Hat jemand aufgepasst? Ich hab nicht aufgepasst. Was hat er gesagt? Warum ist hier kein. Was hat er gesagt? Trifft sehr stark zu, trifft nicht zu. Keine Meinung. Überhaupt nicht zu. Trifft zu. Konflikte sind nicht meins. Trifft zu. Ich bin aber reich sind und ich scheiß auf alles. Ob du dumm bist, hat er dich gefragt. Digga. Junge. 2000 Euro, Bruder. Bruder, danke dir. Ey. Ja, was ist denn los? Ey, ohne Scheiß. 2000. Einfach nochmal 500. Ah, Bob, Junge. Holy shit. Ey, vielen Dank. Grieche ohne Geld. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Es geht wieder in den Urlaub. Aber jetzt die Malediven. Nicht der fucking Norden im Deutschland. Malediven. Achso, Konflikte. Eigentlich ist er dann nicht, trifft nicht zu, oder? Oder? Oder sind wir jetzt der. Warum nur Kleingeld? Trifft nicht zu? Okay. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Ich ziehe Geld ab, Lüge! Das würde ich sagen, trifft zu. Lüge, denn Lüge, ich vertraue niemandem. Lüge! Und der Grieche wartet so eine halbe Stunde, weil der bis dahin die 500 Euro wieder verdient hat. Ja, der ist auch gerade drin. Nein, das trifft überhaupt nicht zu, denn wie ich gerade brauche ich eure Unterstützung. Der Lambo und der Privatjet kommt nicht von alleine. Deswegen trifft überhaupt nicht zu. Ich brauche die Unterstützung. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, ja? Ich möchte immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Ne, das ist ja gelogen. Also das ist ja wirklich. Also das wäre ja. Also das ist. Das wäre ja. Also das wäre ja.
Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Das war jetzt nicht einfach. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Future Money. Future Money. Aus dem Hamsterrad ausbrechen. Das Rad neu erfinden. Das sind wir. Trifft überhaupt nicht zu. Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Ja. Am besten mit einer Bombe. Bombenprank. Wir haben es fast geschafft. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Eine zerbrochene Kette, eine chemische Reaktion, ein Schatten in einem Türrahmen, eine nässende Wunde, ein wütende zweiköpfige Ameise, eine zerbrochene Kette, die iced out ist, was mich sehr traurig macht. Ja. Also ich weiß nicht, was Sie da sehen, aber ich sehe da eine Möglichkeit für sehr viel Reichtum für uns beide. Ich sehe hier eine Möglichkeit für passives Einkommen. Das sehe ich hier tatsächlich. Gut, was ist damit? Junge, what the fuck? Sieht man das? Hier, das hier. Arschritze. Ich sehe kostbares Kunstwerk, das ist technisches aus dem Raumzeitalter. Ein Schiff auf dem Meer. Ist mir zu peinlich zu sagen, wonach das aussieht. Naja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Das ist ja quasi das, was ich gesehen habe. Und das Letzte. Okay, und das Letzte hier auch nochmal für alle. Ein Licht in der Dunkelheit, ein bärtiger Mann, ein Atompilz, ein Kopf auf einem Kissen. Licht in der Dunkelheit. Meine WhatsApp-Gruppe. Mehr hat sie nichts geschrieben. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. Okay, schaue ich mir an, Digga. Jut. Sprache, schon mal gut. Wissenschaft. Dietrich. Medizin, Nahkampfwaffen. Schusswaffen. Sprengstoff. Wir brauchen Sprengstoff. Sollen wir wirklich auf Sprengstoff gehen? Oder ist das so? Ist das so okay? Wissenschaft? Präsentiert. Überleben. Waffenlos. Warum kann. Ja, genau, das ist die Frage. Warum kann man pranken nicht skillen? Das ist so. Das wird so Mac ist. Nein, diesmal werden wir kein Megis-Mitarbeiter. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so, oder? Oder sollen wir Nahkampf zu Sprengstoff machen? Ja, doch. Wir bleiben unserer Linie treu. Wir reden uns raus und ansonsten bomben wir uns raus. Diesmal geht's nach KFC. Okay, komm. Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte bekomme. Okay. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. Nein, aber Reichtum. Okay. Gutmütig. Sie sind von Natur aus gutmütig und lösen Probleme lieber mit Grips als mit Gewalt. Sie halten, okay. Kamikaze. Masse statt Klasse, nichts für die Ewigkeit, ruhiger Finger, Schnellschuss, Verschleuderer, sie können Waffen und Splittergranaten. Kamikaze? Warum? Willst du ein zarter Fuchs? Aufgrund geringer Körpergröße können sie eine Beweglichkeit und Körperteile. Alles klar, Kamikaze. Sie haben 10 Aktionspunkte mehr. Durch ihr tollkühnes Wesen erleiden sie 15% mehr Schaden durch Angriffe. Na, Moment mal. Also, warum ist denn Brillenschlange nicht drin? Also soll ich wirklich? Muss keinen nehmen? Also dann bin ich irgendwie dafür... Mittel, Leute. Also ich bin dann eher für den Gutmütigen. So auf den.
Keine Eier? Ja, das Ding ist, wir sind ja sowieso, okay, Vertrau, na gut, okay, komm, dann mach ich den Kamikazen. Belief, okay, alles klar, okay. Ja, ihr habt schon recht, Kamikazen, man muss auch mal nach vorne gehen, alles auf Rot, wir gehen rein. Kamikaze, ich werde so sterben, Digga. Kommen Sie mit, ich bring Sie nach draußen. Kamikaze ist bestimmt voll süß. Ich glaube auch. Oh, Junge. Die Kamikaze, Alter. Vom Gameplay bist du ein Kamikaze-Typ? Ja, 100%. An sich schon. Also vor allem bei Shootern oder so. Ich bin immer der, der reinläuft und dann einfach stirbt. Aber... Hier, das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Aha. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Aha. Hätte ja Hinweise auf Angehörige Dynamit geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Das heißt, wir sind gar kein Vault-Bewohner, sondern der Typ ist ein Vault-Bewohner und wir haben jetzt halt einfach seinen Stuff. Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Sie hätten meine Zeugen nicht durchsuchen sollen. Und was mache ich mehr? Ja, nee, komm. Was mache ich jetzt? Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smith. Stimmt, ich bin Kurier, ja. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Oh, Victor. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Wieso keine aber Beleidigung? Na, weil er hat uns jetzt zusammengeflickt. Zu werden. Hardcore-Modus? Nee. Oder warte, na, auch in neuen Heimen weitergespielt werden, da sehr viel größere Herausforderungen darstellen in diesem Modus. Nee, dann kommen wir überhaupt, dann schaffen wir gar nichts. Ja, Victor, VIPN ist auch im Game. Scheißen Dreck, Alter. So. Du bist doch Pro-Gamer. Naja, ja, aber... Guck mal, wie schnell wir jetzt aus dem Vault raus sind. Vergleich das mal mit Fallout 3. Good Springs. Let's go. Let's go. Wieder im Sattel. Alles Klärchen. Ich finde aber, es sieht direkt ein bisschen besser aus als Fallout 3. Oder? Ach, er ist Victor. Ah, moin, Meister. Howdy, Partner. Sie sehen richtig gut aus, danke, wenn Mann. Ich das so sagen darf. Ja, ja, klar. Ich weiß. Boah, Junge, das fuckt mich so ab, ne, mit der Maus-Dingens hier. Das ist aus dem Grab, weißt du, wo die Männer angegriffen haben? Die müssen wir jetzt verschlagen. Wie hast du mich gefunden? So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Okay. So, wir müssen erstmal nett sein. Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, schön, wenn ein Lucky Fremder Luke in Not ist. Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können Ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Alles klar. Gut. Gute Reise. Danke, Mann. Ja, es ist wirklich, es hat was von Red Dead 1. Auch die Optik und so, safe. Und das ist sick. Ich meine, ich mag ja dieses Setting so. Und das ist cool. Auch mit diesen Gebäuden hier und so. Das ist schon nice. Kann man die... Nee. Warum ich keinen Controller hatte? Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich bei diesen Games das so ein bisschen mehr. So, Easy Pete. Müssen wir hier rein? Oder warte mal, wir haben unseren Pit-Boy. Gegenstände, Daten. Ne, warte mal, wo war denn? Ne, Stat nicht, ne? Oder? Weltkarte. Erstmal nett, dass der böse Kommentar noch böser wirkt. I see what you did there. Genau, ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, ich glaube, wir müssen hier rein. Platz, Cheyenne. Keine Sorge. Das ist doch Amata.
Das ist doch 1:1 Amata. Sunny Smiles. Ah, ihr seht das nicht. Sunny Smiles, das ist doch Amata. Moin Amata, wo ist denn eigentlich Butch? Doc Miles überbringen, könnt ihr höchst überlegen. Ich muss nach Prim. Können Sie Route empfehlen? Ich bin momentan etwas knapp bei Kronkorken. Gibt es hier nicht etwas zusätzlich Arbeit? Was machen Sie hier? Mir fehlt ein bisschen, ja. Wo ist Juhu? Wo ist fucking Jonas, Alter? Mir fehlt irgendwie ein bisschen so dieses, die Arschloch-Dinger. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Kommt bestimmt noch, ich hoffe. Alles klar, wir treffen Sie hinter dem Saloon. Okay, der blinkende Pfeil zeigt, wo das Ziel befindet. Okay. Wer bist du? Good Springs Siedler. Sehr gut. Oh, die hat einen Doggo. So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Aha. Ja. Aha. Getroffen. Hallo? Ja, so ist es richtig. Ich war sowas von drauf. Ich war sowas von drauf. Das kann mir keiner sagen. Armener Zickzack. Hallo? Starkes Aim. Shut the fuck up. Ich war drauf. Da, Treffer. Und bleiben Sie ruhig. Das hilft. Treffer. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Nein, ich bin hier, um dich zu risen. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Aha. Wollen Sie mitkommen? Aber selbstverständlich. Ach nee, Tutorial beenden. Sollen wir weitermachen mit dem Tutorial oder sollen wir es beenden? Ich glaube, wir machen einfach mal weiter, ne? Wir schauen Folgen mal. Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Wir machen mal weiter, damit ich auch alles, ne? Du musst die risen. Ja, das Date geht weiter, Leute. Warum läuft die so ein Zeitlupe? Die Animation von dem Wolf sind auch wild. Na komm jetzt. Wolf, stehe nicht im Weg, Alter. Wir müssen hier weitermachen. Eben bei Hübi nochmal reingeguckt. Er meinte, nächster Reaction-Stream wieder Kevit-Video. He's in. Let's go, Junge. Shoutout an ihn, Alter. Ehre. Ah, das freut mich wirklich. Junge. Wie gesagt, ich kann mir irgendwie Reactions auf meine eigenen Videos nicht angucken. Ich weiß nicht, ich finde das unangenehm. Aber, ja. Schieß den Hund ab. Ich habe Angst. Ich will nicht, also, wir sind noch im... Was passiert denn eigentlich, wenn ich sie jetzt abschieße? Vor allem, Mädel, wo läufst du hin? Hallo? Laufen wir jetzt über die ganze Map oder was? Die läuft, als wär's Baywatch. So, sind wir da? Nein. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Nein. Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Okay. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Mhm. Okay. Der sneakende Boss. Mach Lady Killer. Oh oh. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihn ein. Aber wen? Wo sind die denn? Was für Geckos? Jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's. Hallo, ich war noch im Sneaken. Was sind das denn für Dinger? Wie ist der denn gerannt? Wo sind die denn? Jetzt reicht's! Bam! Dead. Jawohl. Junge, komplett. Easy Header. Das war ein No-Scope. Sie kriegen den Dreh langsam raus. Jetzt reicht's. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert.
Naja, gut, wir brauchen Kronkorken, ne? Frage, reicht es jetzt? Das ist, ich weiß nicht. Ja, halt deinen Mund. Wir brauchen Kronkorken auf der anderen Seite. Komm, ach, es reicht. Scheiß auf die Geckos, Alter. Sie schmecken nicht schlecht, aber das war's auch schon. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, okay, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Milf. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Okay. Alles klar. Machen wir. Dann gehen wir jetzt zu Trudy. Und wann wird gerissen? Ja, das ist das Ding. Ich will auch eigentlich meinen eigenen Kult. Töten bitte, nimm den Hund. Ich hab die Befürchtung, dass sie stärker. Warte, okay, komm. Wir speichern. Nee, warte, wie war speichern? Ist es nicht hier F5? Schnell speichern. Wo ist sie? Ich treff nicht. Das ist das Problem. Das ist jetzt ein Shootout. One we won. Hat sie gerade ihre Waffe verloren? Nee. Ich aime. Hör auf zu quatschen, komm raus! Verliert die Leben? Ich gehe näher ran. Ich bin tot. Ich würde sagen, wir gehen in den Saloon zu Trudy. Um Amata kümmern wir uns später. Das ist gar kein Problem. Was, wenn der Feld nicht fällt? Okay, komm. Aber wie laufe ich denn? Wie laufe ich denn? Nee. Alter, Junge. Auf Alt ist Zielen. Ist das... Nee, es gibt, glaube ich... Gibt es nicht Sprinten oder so in Fallout-Games? Okay, wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal in den Saloon rein. Hallo, Pete. Easy Pete, hast du irgendwas zu sagen? Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Nee. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Mhm. Ja, in der Schule nehme ich immer meine Waffe. Mit gar kein Problem. Nicht gelogen. Das ist die Höchstgeschwindigkeit beim Laufen. Junge. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert Stress. Wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt. Ja, weil Ringo. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Junge, wer bist du, hä? Was zum Teufel ist dein Problem? Junge. Ja, verpiss dich, Junge. Sonst schieße ich daneben, Alter. So, Trudy. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Tschüss. Was habe ich denn gemacht? Willkommen im Prospector Saloon. Zeigen Sie mal Ihr Angebot. Ich habe Schreien mir angehört. Worum ging es dabei? So, wir direkt rein. Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebende eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat. Also gaben wir Woher ihm den Platz zum Hinlegen. Woher weißt du, Goofy, das denn? Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. 2026 für Elden Ring, ja. Das ist richtig. Das ist richtig.
Wo ist Ringo im Augenblick? Ringo, Hilfe gegen die Pulverbanditen anhelfen. Okay, anbieten. Ja. Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Verlassener Hügel, okay. Warum denn, sie kommt nicht einfach um Buster? Sie meinen ihn ermorden? Ja. Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Ja, putschgrößer Cobb Ringo, ohne Scheiß. Was werden sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Okay. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Ich habe nachgeschaut, es gibt keinen Sprint in Las Vegas. Damn. Junge. Ich vermisse Jonas. Pulverbanditen. Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, ja, New Vegas, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Warum nicht? Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Okay. Egal, ich möchte über was anderes reden. Fallout 3 größer New Vegas. Ja, der Anfang von Fallout 3 ist halt wesentlich lustiger, ne? Okay, was passiert? Okay, wir müssen jetzt mal, Es gibt, ich glaube, man kann jetzt sich irgendwie auf zwei Seiten oder so schlagen. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Das heißt, eher auf die Seite der Pulverbanden gehen. Wer war der Mann, mit dem sie sich gestritten haben? Ja, der gehört wahrscheinlich zu diesen anderen da. Er ist ein Sträfling. Nur ohne Ketten. Ja, zu den Pulverbanden. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Ja, wozu brauche ich Rabatt, wenn ich Richards Fuck bin? Das Ding ist, jetzt müssen wir gucken, wer von denen ist mehr. Wir wollen ja einen Kult aufbauen, dafür brauchen wir Mitglieder. Auf wessen Seite gibt es mehr? Und das sieht für mich, also entweder gibt es halt die Leute von jetzt Good Springs oder halt die Pulverbanditen. Die sind zwar keine Tunnelschlangen, aber ich meine Pulverbanditen, die haben was mit Sprengstoff am Hut. Da fühlen wir uns natürlich zu Hause, ne? Das muss man auch einfach mal so sagen. Ich helfe Ringo, ich bin in Good Springs beliebter und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Guck mal, helfe ich Ringo, bin ich in Good Springs beliebter, aber was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? So, jetzt ist die Frage. Keine Ahnung, warum sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. ich habe schon irgendwie das Gefühl, was ich machen werde. Ödlands, okay. Passen Sie auf da draußen. Aber hast du Sprengstoff geskillt? Ich habe Sprengstoff dieses Mal direkt geskillt. Mach es wie in Starfield und spionier aus. Ja, genau. Okay. Yeah. Okay, wir könnten ihn jetzt hier erledigen. Aber ich würde sagen, wir heben uns das noch für später auf. Das hier. Oh, hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Kommt drauf an. Sektape Coin gibt es hier zufällig. Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Prim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Kaum zu verfehlen. RNK-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Das glaube ich dir. Ich bin ja dafür persönlich. Heute bis 21 oder 22 Uhr, Meister. Wir machen bis 22 Uhr. Ich persönlich bin ja jetzt dafür, dass wir dieses kleine, nette Örtchen hier komplett wegballern. Komplett einfach. Wir suchen die Pulverbanditen, schließen uns denen an, geben unser Know-how für Sprengstoff denen
und ballern hier alles weg und hoffentlich erobern wir damit, ich habe ihren Namen schon vergessen, Amok, ja, ausrotten. Die ganze Sippschaft hier weg. Okay, alles wegbomben. Ja. Kamikaze, ja, dafür haben sie auch geskillt. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Warte mal. So, da zeigt unser Pfeil hin, aber was ist denn Aufgaben? Schießerei in der Geisterstadt. Ringo, Hilfe gegen die Pulverbanditen anbilden. Beim Betrieben, okay. Ja, okay, Ringo, Hilfe gegen die Pulverbanditen anbieten, aber ich will eigentlich den Pulverbanditen helfen. Jonas Tod hat mich beendet. Kannst ganze Leute hier auch wegballern und dich für Pulverbanditen anschließen. Ja. Ja, aber ich will ja eher so, ne? Geh einfach zu der Pulverbande. Wo sind die nochmal? Auf irgendeinem Hügel oder so, hat die gesagt, ne? Da oben? Wo sind die denn? Wisst ihr, wo die sind? Geht zur Tanke? Ja, das sind die Tanke. Da? Die? Ist das eine Tanke? Du hast eine Map. Ich habe eine Weltkarte. Good Springs. Ja gut, ich habe halt noch gar nichts aufgedeckt, ne? Guck mal, ich weiß nicht, wie groß das hier tatsächlich ist, aber es wirkt irgendwie sehr klein und süß, ne? So im Vergleich zu den heutigen Open-World-Spielen und so. Bro, warum redet Happy Po auf Amazon eigentlich davon, dass man damit sein Liebesleben auf unbekannte Weise steigern kann? Oh mein Gott, Digga. Prim. Da ist Prim und hier sind wir. Da ist unser Ziel. Neutral. Die sind neutral. Noch sind die neutral mit uns. Gegenüber von dem Saloon sollte kommen. Was? Guck, links da, Pulverbande. Was? Ah da, Powder Gang Camp South. Aber wo sind... Ah, hier sind wir... hier ist Good Springs. Und wir müssen dann runter. Warte. Also hier. Hier, ne? Habe ich das richtig? Ja. Okay. Dann gehen wir dahin. Wir gehen zu der Pulverbande. Wir schließen uns der Pulverbande an. Wir, Good Springs, das wird es nicht mehr lange geben. Wir gehen in diesem unfassbar schnellen Tempo gehen wir zu der Pulverbande. Das ist übrigens gerade für die Leute, die sich fragen, warum man so lahmarschig ist, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Wenn ich auf Shift drücke, das ist die langsame Geschwindigkeit. Es ist Wahnsinn. Bethesda-Spiele. Rechts den Typen ansprechen, der ist von der Pulverbande. Welcher Typ? War hier ein Typ? Der? Yo, das ist er. Ja, das ist er. Guter Call. Hi. Was wollen Sie? Was haben Sie über Ringo gesagt? Hier. Er ist eine Art Händler, der lieber schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt. Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden.
Schutt und Asche, sagten sie. Ich könnte ihnen helfen, die Stadt zu übernehmen. Na, was sagen sie? Let's go, Junge. Geil. Deswegen. Hier gibt es nur Ackerbauern und Viehzüchter. Nichts, was sich zu stehlen lohnt. Ja, und hä? Kostenloses Essen, würde ich sagen. Das soll irgendein Kinderspiel oder haben sie was Besseres vor? Ja, Junge, hä? Wie? Willst du jetzt doch nicht oder was? Was ist mit dir? Ja. Ich glaube, meine Leute und ich könnten den Ort recht leicht einnehmen. Ja. Aber immer der Reihe nach. Sie klären das mit Ringo und pflanzen ihm eine Kugel zwischen die Augen, während ich meine Leute hole und sie einweihe. Mhm. Mhm. Oh, Schießereien der Geister. Sie können Ringo nicht selbst suchen. Abgemacht. Was ist los mit dir? Hier gibt es zu viele Verstecke. Er würde mich kommen sehen und peng, wäre ich tot. Mhm. Aber sie kennt er nicht. Er würde wahrscheinlich nicht sofort schießen. Okay, alles klar. Der Ringo ist so gut wie tot, Junge. Während sie das tun, werde ich hier auf meine Freunde warten. Stoßen sie zu uns, sobald sie fertig sind. Alles klar. Alles klar, machen wir. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Alles. Ringo. Komm her, mein Freund. Ringo töten. Let's go. Dann sprinten wir mal dahin. Bester Tü darf sich auch nicht zu überanstrengen. Ringo gleich Ubisoft. Ach, Junge, ey. Poseidon Energy. Aha. Kann man hier was holen? Oh, Verkaufsautomat. Sunset. Ah. Verlassen. Hä, ist er hier oder was? Oh, ist er hier drin? Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Aha, ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Ich sehe mich nur mal um. Sie sollten nur schießen, wenn Sie sicher sind, dass Sie treffen. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, dass ich treffe. Wir machen den Hinterlistigen. Tut mir leid wegen der Knarre. Ja, gar kein Problem. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Nein, gar kein Problem. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Klar. Spiele ich jeden Tag. Wussten Sie, dass mein Joe nach Ihnen ist? Ich habe mich den Gin... Oh, Junge, hä? Was sind die Regeln? Können Good Springs erzählen? Schau mal da, bumm. Das wäre ja, also das hier, wenn ich mehr Aim hätte, wäre das hier cool. Das wäre ein cooler Move. Das Problem ist, der Bruder richtet ja immer noch seine Waffe auf mich. Ich belaber ihn ein bisschen. Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Man baut mit seinen Karten eine Karawane. Das Ziel ist es, Karawanengebote zu machen, die die Gebote des Gegners schlagen. Es geht also mehr um Strategie als um Glück. Das Darum sieht man Karawane auch in keinem Casino. Es ist zu langsam und wichtiger, die Bank hat keinen Schön, Vorteil. Mit Vats können wir hier, wegballern. Nehmen Sie dieses Holoband. Es erklärt die Regeln genauer. Sie benötigen außerdem einen Kartensatz. Hier, einer von meinen. Also, Lust auf eine Partie? Wie er redet. Ich habe im Moment tatsächlich keine Zeit zum Spielen. In Ordnung. Ja. Ja, komm, wir machen erstmal. Ich habe irgendwie so das Gefühl, auf Wiedersehen. Ich frag erstmal. Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Mittel, Leute. Sag ich dir ganz ehrlich, ist das schlecht für dich? Ja, du brichst bei ihm ein und er lädt dich zum Kartenspielen ein. Vor allem gibt er mir auch alles. Ja, hier ist Tutorial, hier sind Karten zum Spielen. Willst du nochmal üben oder sollen wir direkt loslegen? Okay, das Ding ist, ich will nicht direkt auf ihn schießen, weil ich werde verlieren. Und das Problem ist, ich habe nicht gespeichert. Ja. Okay, alles klar. So. Speichern.
Ich guck mich mal um. Ach ja, was gibt's denn hier? Kiste leer, schade. Arzttasche nehmen. Jawohl, gut, dann stelle ich mich mal. Okay. Schade, dass ich kein Messer habe. So. So, Ringo. Schau mal da. Oh, fucking hell, wir haben nur 3 von 15. Oh, nee. Okay, akzeptieren. Wir machen jetzt. Nachladen! Ich hab kein Aim! Okay, komm, wir probieren es nochmal. Der ist stärker als wir! Oh nee! Nein, jetzt hat er da gespeichert. Der ist stärker als wir. Was machen wir denn jetzt? Unsere Waffe ist nicht stark genug. Der hat dich anders durchsiebt. Ja, der hat eine viel bessere. Wir haben eine richtige Bombi. Haben wir sowas? Haben wir? Warte mal. Gegenstände. Dynamit. Okay, jetzt fahren wir die anderen Mittel auf. Schleichangriff vielleicht, aber geht das? Wie greift man denn schleichend an? Du bist tot. Bombenprank. It's just a prank, bro. It's just a prank. Guck mal, wie wir den weggeprankt haben, Alter. Wahnsinn. Das war. Hallo? Nein! Jetzt prankt er mich. Ich will wieder reinzoomen. Oh. Okay. Huiuiui. Hui. T-Bag ihn, alles klar. So, was können wir von dem Bruder mitnehmen? 9mm Pistole, 9mm hier, Hülse, 9, yo, Karawan, ja, und Korken. Perfekt. Komplett ausgenommen, den Bruder. Okay, damit wir nicht noch, ich nehme mal, so, seine Pistole, Kleidung. Ja, guck mal, jetzt sehen wir auch cooler aus. Perfekt. Ich würde behaupten, das war eine erfolgreiche Nummer. Das war doch gut. Schreib ihm, lösch dich. So, dann sprinten wir mal eben zu unserem guten Kumpel Jonas, oder wie er hieß. Habe schon wieder vergessen. Der soll das Game deinstallieren. Jo, der hat richtig krass. Zum Glück hatten wir das Dynamit. Haben wir das Dynamit eigentlich nur bekommen, weil wir Sprengstoff so geskillt haben? Oder was ist das? Wir haben seine Leiche gefunden. Er war nackt. Erfolgreich, der Mann, der nur mit Karten spielen wollte. 3 Stangen Dynamit ins Arschloch gequetscht. Du bist ja wirklich ein guter Mensch. Naja, was soll ich dir sagen? Warum ist er denn auf einmal nackt? Was ist denn jetzt los? Was startet denn jetzt hier für eine Party?
Hast du ihm gesagt, dass du seine Mutter gefickt hast? Oh, Junge, okay, komm. Ja, was geht? Wir brauchen hier mehr Frauen. Das ist richtig. Ach, das ist er gar nicht. Ach, er, da hinten ist er. Hi. Junge, und nochmal mit 5 verschenkten Subs. Danke dir, Grieche ohne Geld. Krank. Junge, einfach, du hast insgesamt schon 255 Subs verschenkt. Digga. Einfach nur geisteskrank. Okay, ich habe ihn erledigt. Erfolgreich. Beim ersten Versuch. Ringo ist tot. Gut. Wir brauchen noch einen Plan, bevor wir die Stadt stürmen. Mhm. Ich möchte nicht gerade von ein paar Städtern verprügelt werden. Wäre zu peinlich. Nee, das wäre peinlich. Wir haben nicht viele Vorräte. Wenn sie also aus dem alten Doktor und dem Ladeninhaber was rauskitzeln können, stehen wir viel besser da. Alles klar. Wenn sie mit all dem Zeug oder nichts davon fertig sind, sagen sie mir Bescheid. Dann geht es los. Okay. Wuhu! Chat um Vorräte anhauen. Doc Mitchells überschüssiges Medizinmaterial für die Verwundeten. Job Bescheid geben. Okay. Wir erkundigen uns. Das wäre scheiße kacke peinlich, ja. Das, also wenn man, vor allem wenn man zum Beispiel auch neu laden müsste oder so, dann wäre, Junge! Digga, und er raidet einfach rein mit 432 Zuschauern. Was geht da denn der Chat auf einmal? Let's go, es hat geklappt. Hübi, der Ehremann. Alter, was geht? Digga. Chillig. Alter, jetzt kommen die ganzen Follower. Ach du Scheiße, was geht? Dankeschön für den Raid. Okay, bitte hat's geschafft. Der Plan hat funktioniert. Fast 600 Zuschauer. Digga, what the fuck, Alter. Da ist der Durchbruch. Einfach auf einmal Fame geworden. Was soll ich da sagen, Alter? Du bist abgehoben worden, seitdem wir dich geratet hat. Auch Shoutout an die ganzen Follower jetzt, ne? Kuss. Neuer Rekord, ja, das kann man so sagen. Elotrix plus Hübi, ja, es ist geisteskrank. Es ist... 582 Zuschauer, neuer Mode. Neuer Mode. Oh, Junge, Alter. Okay, let's go. So viel dazu. Wir würden nicht so schnell wachsen, brauchen keine neuen Mods. Naja, erstmal abwarten, ne? Das ist ja jetzt, der Raid ist natürlich crazy. Aber ja, für die ganzen neuen Leute, wir sind hier gerade in Fallout New Vegas drin. Und minimal am Kacke bauen. Ne, das ist gerade so die Situation hier. So, mit wem sollten wir reden? Nee. Sollen wir mit dem Pete reden? Nee, Moment. Moment nochmal. Mit Easy? Sollen wir mit ihm? Wow. Stinkt nach Ärger. Danke dir, Digga. Danke dir. Mit dem Doc. Achso, wo ist denn der Doc? Willkommen. Okay, wer ist denn der Doc? Warte, der... Nee, warte mal. Der Doc und noch irgendjemand anderes, oder nicht? Warte mal, Daten, Aufgaben... Optional, hier. Doc Mitchells, das ist ja der Typ, der uns, glaube ich, ne? Und Chat. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Wer ist fucking Chat? An die Neuen hier, wo kommt ihr her? Bin neugierig. Na, von Hübi. Metal, Leute. Okay, wer ist... Bist du Chad? Nein, du bist... Woher du bist niemand. Weißt du, Goofy, das ja, denn? Das weiß ich auch nicht. Du bist auch nicht Chad. Howdy. Wer ist... Ja, howdy. Moin, Meister. Wo ist denn...
Wo ist denn? Wir müssen hier weiter. Die Pfeile zeigen nach hier. Warte, ich kann ja auch auf die Karte gucken, ne? Ich vergesse das immer, die Scheißkarte. Also eins ist jetzt hier direkt neben uns und eins ist da hinten. Okay. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Bruder. Bruder. Und Phil Country auch nochmal mit 5 verschenkten Subs. Digga, was passiert hier? Monte 2.0. Digga, darauf hat er nur gewartet. Junge, für die Neuen, also ohne Scheiß. Halt die Fresse! Er hat die 2K... Sind wir nicht schon weiter? Sind wir nicht schon bei 2500? Ist es jetzt nicht schon das... Das wievielte Mal hat Grieche ohne Geld jetzt schon... Digga. Also wirklich, ohne Scheiß. Bruder, also... Das Ding ist, ich sehe halt, ich sehe nicht, wie viele Leute jetzt gerade noch zuschauen, ne, wie viele von Hübi noch da sind. Falls noch ein paar Leute da sind, ja, das ist Grieche ohne Geld. Der Name ist auf jeden Fall bei dem Bruder nicht Programm. Der hat zu viel Geld und gerade 250, Junge. Vergiss die YouTube-Karriere, ich werde Vollzeit-Streamer, Junge. Danke dir, Grieche ohne Geld, ohne Scheiß. Grieche zeigt den neuen Mal gleich, wer hier wessen Bitch ist. Ja. Und dir noch so 100 sind da. Junge, krank. Vielen Dank, vielen Dank. Alter, was ist, also, Junge, es ist, ich weiß nicht. Übrigens Glückwunsch zu den 6K Followern. Oh, haben wir die jetzt auch noch erreicht auf Twitch? Let's go. Es ist unfassbar, was hier wieder passiert, wirklich. Wirklich. Krank. Danke euch allen, ne? Ohne Scheiß. Weiß gar nicht, was ich... Also wirklich danke an Hübi für die Reactions und für den Raid jetzt. Danke an Grieche ohne Geld, dass du mir all dein Geld gibst. Und an alle anderen, die einfach nur zuschauen und Subs verschenken und was weiß ich. Vor allem Ananas, ja, Junge. Hübi, kranker Ehrenmann. Ja, es ist... Vor allem, er ist ja auch der Erste von den Größeren, der halt auch meine Videos reagiert. Ne? Deswegen, das ist halt auch crazy. Grieche wird Boss von dir. Ja, ich bin auf einmal doch nur angestellt. Ah, Junge. Okay, wir reden mit Chat. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut das angelegt, verdient, wenn sie mich fragen. Echt geil. Und wenn sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Ist so gut mit Hübi? Aber wir kennen uns nicht. Also ich habe nur, er hat ja auf mein Zelda-Video reagiert. Und das haben mir halt Zuschauer geschickt. Deswegen, das habe ich mir dann ein bisschen angeguckt und habe da kommentiert. Und jetzt eben meinte halt jemand hier im Chat, dass Hübi gerade, oder halt vorhin, auf noch ein Video von mir reagiert hat. Deswegen habe ich kurz bei ihm im Stream reingechattet. Und ein paar Leute, ein paar smarte Hasen hier im Chat haben schon gesagt, dass er dann vielleicht raidet. Und es war einfach so. Also deswegen ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Aber danke dir. Wirklich. Ganz okay. In Ordnung. Derjenige war ich, genau. Waffel hat das gesagt. Ich bin der smarte Hase. Die Pulverbanditen verlangen eine kleine Spende in Form von Vorräten von ihnen. Erzähl mir was über die Muffenmods und Spezialmunition. Was sind. Okay, komm, wir gehen direkt rein. Gib her. Was? Warum zur Hölle sollte ich das tun? Oh, falschen. Oh, Sprache. Jetzt geht's los, Digga. Dafür haben wir es geskillt. So. Wir haben es gecallt und ich bin nicht ohne Grund ein böses Vorgesetzter. Was einmal das Business Grindset. Das ist ihre Chance. Guck mal, das ist ihre Chance, zu den Gewinnern zu gehören. 3 Sekunden Entscheidungszeit. 1, Bruder. Junge, es ist. Junge, endlich lohnt Sprache. Dafür haben wir es doch gemacht. Dafür haben wir Charisma 10. 1. Na schön. Ich kann Ihnen noch zusätzliche Lederrüstungen und weitere Munition geben.
tun Sie keinem was, wenn es nicht sein muss, ja? Na, das schauen wir mal. Ne? Danke dir. So, erstes Mitglied für die WhatsApp-Gruppe geklärt. Porsche Cayman S. Erzähl mir mehr über die Waffenmods. Juckt mich nicht. Ja, ich hab das, was ich... So, alles klar. Eigentlich müsste ich dich jetzt erschießen, aber ich habe kein Aim. Gehen wir weiter. Auf zum Seminar. Willst du reich werden? Ja oder ja? Okay, wir gehen jetzt wieder, wir gehen zu dem Bret, zu dem Opi, der uns gerettet hat. Und wir bedrohen ihn jetzt auf komplett ehrenlos. Er hat leider die falsche Person aus dem Grab geholt. Schade für ihn, Alter. Schade für ihn. Speichern und weg mit dem. Okay. So, Doc. Doc? Doc? Wo bist du? Digga? Bro, bist du da? Hallo? Hallo there? Ah, da. Moin, Meister. Warte mal, ich speichere mal vorsichtshalber. Genau, halte dein Dynamit bereit. Wir haben, ne? Doc, beachte gar nicht die Waffe. Was hast du da zu essen? Isst du das noch? Kann ich das vielleicht haben? Doc? Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Na. Was kann ich für Sie tun? Oh. Oh, wir können ihn anlügen. Ich bin verletzt und brauche medizinische Hilfe. Ich brauche medizinisches Material. Lüge, ich brauche so viele Medikamente wie möglich für eine Verhaltenshygiene. Okay, erzähl mir was von sich, Doc. Bla, bla, bla. Okay. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Wir lügen direkt rein. Worauf geht Lüge? Ich hoffe, es geht auf Charisma. Wenn es auf Intelligenz geht... Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen, aber wir sind an keinem Tisch. Er ist nicht am Tisch, deswegen wir sind safe. Das Problem ist, ist Lügen Intelligenz? Sind wir am Arsch? Ist Lügen Charisma? Wir lügen. Sind Sie sicher? Über welche Art von Verletzung sprechen wir? Alle. No, woher weißt du nichts? Wir haben kein medizinisches Wissen. Naja. Naja, okay. Dann kann es nicht so ernst sein. Ja, scheiße. Mhm. Ja, okay. Grenzwertige Aussage. Komm, du hast Luck. Ja, es geht leider nicht. Wir haben nicht die Skills dafür. Nun, andernfalls kommen Sie einfach wieder. Ich werde hier sein. Bitte was? Achso, ach, ich kann jetzt von dem kaufen, oder was? Hm. Lüge. Lüge, Lüge, ja, ich glaube, wenn wir höhere Intelligenz hätten, wäre wahrscheinlich der Medizinwert höher, ne? Und dann könnten wir das machen. Einfach Dynamit und gut. Ja, das sei, Junge, ihr habt auch recht. Ganz ehrlich. Sorry, Doc. Schön vor. Ja, schön vorsichtig, alles klar, Digga. Doc, iss mal deine Stulle weiter, ist gar kein Problem. Beachten Sie mich auch gar nicht. Wir haben ja zum Glück noch sechs. Wir haben ja jetzt zum Glück noch sechs Medizin. Ich speichere mal auf den vorsichtigen Hasen angelehnt. Doc, wie schmeckt's eigentlich? Schmeckt gut? Oder wie schaut's aus? Ärger. Habe ich mich gerade selber getötet? Alles gut, Doc? Ihnen werde ich's zeigen. Was? Was? Hä, war er nicht tot? Warum kommt er auf einmal mit einer Laserpistole um die Ecke? Hä, war er nicht tot? Moment mal. Nochmal. Doc! Mittel, Leute. So. Hör auf zu quatschen, komm raus! Okay. Woher weißt du Goofy das denn?
Ich weiß nicht, was eben die zweite Phase getriggert hat, dass er auf einmal wurde er zum Stormtrooper. Aber jetzt sind wir safe. Okay. Gut. Korken, Feldarbeit. Skalpell ist nur Müll. Überzähliges medizinisches Material. So. Okay. Ich würde sagen, das wäre erfolgreich. Ist ja anscheinend zweimal alles verkrüppelt. Dark Souls. Naja, okay, komm. Ja, das war doch gut. Guck mal. Er hat uns geholfen und wir haben uns dann auch wieder geholfen. Das ist doch einfach nur fair. Das Ding ist, wir haben nur noch ein Dynamit, aber das ist schon okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ne, hier ist die Toilette. Wo geht's denn hier raus? Ich würde ja den Doc fragen, aber da geht nicht mehr so gut. Moment, hier. Da geht's raus. Kannst dich heilen? Ja, warte. Okay, ja. Hilfsmittel, Stimpack. Jawohl. Okay. Junge, das hat ja fast gar nichts geheilt. Hat es sich gelohnt? Naja, er hat es ja quasi erzwungen. Er wollte uns das nicht geben. Ziele und zwar besten Teil helfen. Ja. Ja, genau. So. Ich würde sagen, also Doc und ich waren so, würde ich mal behaupten. Ich will die Pistole wieder rauspassen, weil ich habe Angst, dass ich dann aus Versehen Dynamit wieder schmeiße. Okay. Dann gehen wir jetzt zu dem Boy zurück. Woher weißt du, Goofy, das denn? Wir haben leider das medizinische Material nicht, glaube ich, oder? Wir haben ihm zwar was abgenommen, aber ich weiß nicht, ob das so das ist, was wir brauchten. Das Ding ist, die Leute kriegen das ja jetzt auch nicht von dem Doc. Von daher würde ich sagen, ist cool. Ich meine, er hatte auch sein letztes Abendmahl, also er hat halt einfach, ne, er hat sein letztes Brötchen gegessen, das war doch schön. Ist auch so, vor der Hinrichtung darfst du noch mal was Nettes essen, das hat er gemacht und jetzt, ja. Das also, ist ja okay, würde ich mal behaupten. Können wir dann anfangen oder was? Ja, ich habe getan, was ich konnte, ja, alles klar. Bitte sehr, unzählige medizinische Vorräte von Doc Mitchell, guck mal, hat er uns freiwillig überlassen. So, guck. In Ordnung. Wir haben hier jede Menge Zeug. Gute Arbeit. Ja, kein Problem. Nehmen Sie sich auch was für den Fall, dass Sie getroffen werden. Ja, klar. Danke dir. Ja. Sehr gut. Hat keiner von dem Detten die drei Explosionen gehört? Ne, das war ja auch nicht zu überhören, ne? So. Hat es eben... Übrigens beim kurzen Raid nur 200 Vio weniger als Unge. Der Fame-Boss. Der Fame-Hase. Okay, alles klar. Holen wir uns Good Springs. Jetzt geht los hier. Einige Bewohner sammeln sich im Saloon. Wir müssen wohl gegen eine Miliz antreten. Mhm. Wir beseitigen sie und die Stadt gehört uns. Da, ja, bin ich dabei. Sehr gut. Die Good Springs Miliz erledigen. Ich hoffe, ja... Das war der Typ, der vorhin weggerannt ist. Ja, genau, wir helfen denen jetzt. Alles klar, guck mal hier. Das ist der Moment aus Red Dead 2. Wir und die Gang. Wir und die Gang. Trudy? Das war's mit Trudy. Erstmal looten. Jungs, mach mal weiter. Ich mach hier, ne? Oh, wir haben eine Schrotflinte. Moment nochmal. Karawanen-Schrotflinte. Okay. Na, da wollen wir mal gucken. Hey, Pete. Was geht denn? Was ist denn jetzt los? Das war zu viel für das Spiel. Das Spiel ist abgestürzt. Amina, es hat sich einfach geschlossen. Was soll die Scheiße denn jetzt? Fallout 3 Moment. Warum muss es eigentlich immer so enden? It just works. Die Bethesda Experience. Ja, das ist wirklich die Bethesda Experience.
immer alles kaputt machen. Das ist das Karma wegen den ganzen Gräueltaten, die du begangen hast. Es kann sein, ja. Es wurde gerade so episch. Ohne Scheiß. Okay, jetzt ist die Frage. Belassen wir es jetzt dabei? Oder gehe ich noch mal rein? Sixteen times the details. Doc hatte ich gerechnet, Junge. Reaction, Action. Okay. Würde ich auch sagen. Belassen und in Spider-Man 3. Ja gut, jetzt ist die Frage. Wir können uns, okay, wir belassen es dabei. Ey, das Spiel hat gesagt, es reicht. Man muss auch aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Wenn wir es so belassen, würde es natürlich zu Fallout 3 passen. Die anderen Games müssen aber auch abstürzen. Na, ich glaube, Fallout 76 wird mit ziemlicher Sicherheit abstürzen. Also ich glaube, da kriegen wir schon hin. Jetzt ist die Frage, wir können natürlich für noch ein bisschen in Spider-Man reingehen, für 40 Minuten. Oder wir gucken noch ein Video. Ach, da ist eine Umfrage. Ja, nee, wir gehen nicht nochmal in Fallout rein. Reaction als eher eine halbe Stunde Spider-Man, da kommt man nicht richtig rein. Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, Spider-Man hebe ich mir irgendwie so auf, bis ich mit dem Alan Wake-Video fertig bin. Und dann können wir wieder wie bei Last of Us ein bisschen mehr Dinge spielen. Gute Fallout New Vegas-Erfahrung. Aber ich muss sagen, auch wenn der Anfang nicht so lustig war, Fallout New Vegas war jetzt auch ziemlich lustig. Das war auch lustig. Das Schöne ist halt, das Spiel gibt dir schon relativ viel Freiheit, sodass du halt einfach eine Scheiße bauen kannst und so. Also für den Stream ist das schon ziemlich gut. Wie viel Prozent sagst du bei dem Alan Wake-Video? Ich hab jetzt 6 Minuten von 40 fertig. Ja. Man muss dazu sagen, die ersten Minuten sind natürlich immer das Aufwendigste so. Aber ich muss mich ranhalten. Es ist noch so viel zu tun. Okay, Anfang Juni dann, ne? Nee, das Video kommt schon nächste Woche. Ich kann nur nicht sagen, wann nächste Woche. Je nachdem, wie jetzt einfach das Wochenende läuft, ne? Ja, deswegen. Too late, klar. Twitch zahlt derzeit eh genug. Ja, das ist halt, also das ist, ja, es ist wirklich. Also momentan laufen die anderen Sachen ziemlich gut, ne? Ja. Kaufst du deine Displays mit oder ohne Rahmen? Nächste Woche Sonntag 23.59 Uhr. Immer wenn man bei Studium was abgeben musste. Immer gestruggelt. Jungs, wir haben nur noch 10 Minuten. Wir müssen jetzt abgeben. Jetzt ist die Frage, Rice, du hast ja dieses Video geschickt. Ich glaube, zum einen ist das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lang, weil es, glaube ich, ging eine halbe Stunde. Ist das Video gut für diesen Stream? Weil es schien schon sehr ernst zu sein, so. Also, ich meine, wir können es dann halt vielleicht nächstes Mal gucken. Warte mal, ich schau mal. Ich suche mal jetzt ein anderes Video raus. Ich habe ja ein paar abgespeichert. Hier. Nee. Ach so, ich bin mit dem falschen Account drin. Genau, Resi auf Norddeutsch. Das ist tatsächlich sogar das, was ich überlegt. Das wollte ich tatsächlich wirklich als nächstes gucken. Resi auf Norddeutsch. Ja gut, jetzt ist die Frage. Ja, GameZone-Video ist zu lang. Ich habe hier tatsächlich ein GameZone-Video. Ich habe Resident Evil 8, weil das habe ich noch nicht von ihm gesehen. Das könnten wir gerne machen. Aber nicht heute. Das Video ist zu lang. Ich hätte entweder God of War auf Hessisch, Zelda auf Schwäbisch oder Resident Evil auf Norddeutsch. Und das hier habe ich angefangen. Das müssen wir auch mal zusammen gucken. Ich glaube, das könnte interessant sein. Ich habe das angefangen zu gucken und dachte mir so. Vielleicht wäre das cool für den Stream. Auf ein Hübi-Video, Resi? Papa. Wir reagieren auf die Reaction von Hübi. Okay, die meisten Leute sind für Resident Evil. Dann gehen wir in Resident Evil rein. Ja. Die anderen gucken wir natürlich auch noch, ne? Ist klar.
Das sollte klar sein. Okay, deswegen. Okay, gut. Let's go. Okay, let's go. Wir gehen rein. Resident Evil, die ganze Story auf Norddeutsch, featuring Varion. Das wird jetzt, glaube ich, eine wilde Nummer. Ich habe es geliked. Es kann sein, dass ich das mal. Ich glaube, ich habe das mal geguckt. Von wann ist das Video? Vor 2 Jahren. Es kann sein, dass ich das vor 2 Jahren geguckt habe. Ich ziehe Geld auf wie ein Magnet! Lustiges Video? Et quid offizial, seit wann weißt du so viel über Resi? Ja, what the fuck? Ist das Victor? Einmal so eine Energie haben, Digga. Einmal so gut drauf sein, ohne Scheiß. Holy shit. Was ist das? Ich weiß es nicht. Endmod? Nee, warte, okay. Okay, wir haben uns ja schon Elden Ring angeschaut und überhaupt nichts verstanden. Das war ein absoluter Fiebertraum. Und jetzt kommt Resident Evil. Resident Evil, ich bin mal gespannt, die ganze Story auf Norddeutsch, weil bei Resident Evil, das hat auch 3 Millionen verschiedene Spiele. Junge, ich bin, es ist, okay, wir gehen rein. Du sag mal, Varion, wie ist denn eigentlich die Geschichte von Resident Evil? Okay, pass auf, wir fangen mit Resident Evil Zero an. Das spielt 98, da fährt ein Luxuszug durch Raccoon Forest und wird dann von so Blutegeln angegriffen, die Passagiere in Zombies verwandeln. Jetzt hört man dich zweimal. Junge, damit jeder den Joke versteht. Ich weiß gar nicht, wer hat damit angefangen. Ich glaube, es war Ernst, oder? Hat gesagt, dass ich aussehe wie Varion oder dass Varion so aussieht wie ich. Also, ja. Das hat die so ein langhaariger Typ in so einem weißen Kleid irgendwie. 2 Stunden später kommt eine Heli mit dem Bravo-Team der Stars angeflogen. Das ist so eine Sondereinheit der Raccooner Polizei. Ich will, dass sie dieses Resident Evil auch remaken in dem neuen. Aber die Brille und Frisur macht's halt. Ja, es ist halt, ja. Ich weiß ja auch, was ihr meint, so, ne? So ist ja nicht. Sei. Und die sind da, um sich die Sache mit dem Zug mal anzukicken, oder was? Nee, eigentlich nicht. Ah. Die sollten ursprünglich irgendwelche Morde untersuchen, die da in der Nähe passiert sind, aber weil der Heli irgendwie eine Panne hatte, mussten die dann mitten im Waldnot landen. Ja, und direkt neben dem Landeplatz finden die ganz zufällig einen umgefallenen Gefangenen. Null, aber unwahrscheinlich, weil es ja quasi ein Spin-off, ne? Ja, das Ding ist, ich meine, gut, je nachdem, wie lange Capcom das treibt, aber wer weiß, ne, wenn sie mit den anderen Resident Evils durch sind, vielleicht kommt dann irgendwann Null. Ich weiß halt nicht, wie relevant Null für das Franchise ist, so. I don't know, oder wie Null halt läuft, ne? Das Ding ist, ich will ja eigentlich, ich liebe Resident Evil mittlerweile wirklich. Aber ich habe keinen Bock auf diese Tank-Steuerung. Vielleicht muss man sich da auch nur dran gewöhnen, aber. Transporter mit toten Wachleuten, ne? Aber der Gefangene scheint irgendwie ausgebüxt zu sein. Billy Cohn heißt er? Tja, und weil der anscheinend die Wachleute ist null relevant. Gekillt hat, teilen sie sich auf und suchen den jetzt. Die Rebecca, 18 Jahre alt und Sanitäterin vom Beruf, findet dann zufällig den Zombie. Kannst du das Video lauter machen, please? Ja, das Video ist an sich echt leise. Warte mal, ich mach mal hier. Und weißt du, wer da drin ist? Der Billy? Richtig, der Billy. Natürlich lübt Rebecca erstmal die Schiede aus dem Maus, ne? Ist ein Verbrecher. Also aber lauter geht's nicht. Monstern und Zombies arbeitet sie dann doch mit ihm zusammen. Und als der Zug dann irgendwann wieder losfährt, bleibt ihr eh nichts anderes übrig. Die kann er eh nicht mehr raus. Der Zug fährt los? Aber ich dachte, da sind nur Zombies drin. Wer fährt denn den? Ja, die Soldaten vom Albert Wesker, ne? Wesker? Ja, Wesker, den Namen kannst du schon mal merken. Wesker ist so ein schmieriger Bengel, der für Umbrella arbeitet. Das ist die Firma, die die Egel hergestellt hat. Ursprünglich sollten die Soldaten den Zug vernichten, damit von dem ganzen Egelschlamassel nichts bekannt wird, ne? Aber weil die Egel auch die Soldaten killen, rauscht der Zug unkontrolliert durch die Gegend und kommt erst in einem Tunnel unter einer Villa zum Halten. Eine Villa mit Zuganbindung? Oh, das entbehrt auch jetzt. Weil das Setting ist ja richtig sick von Resident Evil 0. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich Züge ziemlich nice so. Naja, ich mag Züge so, aber so diese, ich weiß nicht, das ist auch bei Paper Mario 2 gibt es ja auch dieses Zuglevel und das ist halt auch übertrieben sick so. Jeglicher Logik. Ja, das klingt bescheuert, ist aber auch keine normale Villa, sondern ein Labor mit Ausbildungszentrum von Umbrella. Ja, da sind Billy und Rebecca jetzt erstmal gefangen und kriegen es mit lauter Monster zu tun wie 100-Füßlern, Froschmänner, Agroaffen, Riesenfledermaus. Jo, und das ist jetzt alles ganz nach Weskers Plan, ne?
Denn wie er einmal sagt, wollte er von Anfang an die Stars dahin locken, um Kampfdaten zu sammeln. Umbrella hat die ganzen Viecher nämlich gezüchtet, um sie als Biowaffen zu verscheuern. Aha, das klang jetzt aber bisher nicht wirklich geplant, was du mir da erzählt hast. Ja doch, das ist aber so. Und dann ist ja auch noch dieser Typ im Kleid, der macht ja Billy und Rebecca auch nochmal die Hölle heiß unterm Arsch. Der Kleid... Man kann einfach gerade die Thermoskanne aus Alan Wake 2, die zum Speichern benutzt wird, kaufen, wie geil. For real? Schick Link rein. Ich will gucken, wie teuer ist sie, ich will die haben. Typ ist eigentlich Dr. James Marcus, ist ein Mitbegründer von Umbrella. Der hat vor 10 Jahren die Virusegel quasi Dr. erfunden James und war von den Viechern dann so besessen, dass Umbrella ihn einfach umgenietet hat, ne? Aber als sie seine Leiche in den Abwasserkanal gekippt haben, kamen seine Egel angeschwommen, haben seinen Hypothalamus gefuttert und ihn dann mitsamt seiner Erinnerung nachgebaut. Der ist also jetzt eine Kopie von sich selbst, die komplett aus Egeln besteht. Und die der sieht ein bisschen aus wie der Baguette-Verkäufer. Oh, was ist das hier? Jo. Ich will die auch haben. Die Oh Dear. Das ist ja Baguette-Verkäufer, ja. Das ist ja Baguette-Verkäufer in Jung. Was hast du für den Soundtrack von Alan Wake gezahlt? Ich habe, ich glaube, 30 Euro oder so. Dieser Egelmann will jetzt aus Rache, weil er so frech umgebracht wurde. Also davor egel ich mich, ja. Uff, Digga. Baguette-Verkäufer, ah, Junge, da war einer. Es wird, ich habe das schon geschnitten, es wird bald ein Highlight-Video von Final Fantasy VII online kommen. Und dann wirst du das verstehen mit dem Baguette-Verkäufer. Das heißt, die Reaction muss jetzt eigentlich nach dem Final Fantasy-Video kommen. Wo die Welt brennen sehen. Der Egelmann geht jetzt in so einem Laborkeller auf Rebecca. Die goldene Schallplatte für 29,99 bekommen. Ja, genau. Ja, das habe ich auch irgendwie. Ja, und Billy los, aber die zwei können ihn gerade so besiegen. Junge, warten. Allerdings war es das noch nicht, denn als sie mit dem Aufzug hoch ins Freie fahren wollen, geht A, erstmal die Selbstzerstörung von dem ganzen Laden los und B, taucht der Egelmann als Egelkönigin wieder auf. Voll die gefährliche Situation. Vor allem als Billy und Rebecca merken, dass normale Waffen nichts ausrichten. Aber dann checken sie, dass das Vieh kein Sonnenlicht mag. Also machen sie die Luken auf und das Egelmonster ist tot. Dann rennen die zwei weg und die ganze Bude fliegt in die Luft. Geschafft. Ja, ja. Juhu. Halt mal den Ball flach, nicht zu früh freuen. Wolfson Berg sieht Rebecca eine andere Villa im Wald. Von der hat ihr Kollege Enrico Marini vorher schon mal irgendwie was gelabert. Und weil sie glaubt, dass da ihre übrigen Kollegen sind, geht sie jetzt dahin. Billy geht nicht mit? Nö, der geht nach Hause. Und das war's jetzt auch. Jetzt geht's mit Resi 1 weiter. Und dann... Aber hat man Billy und Rebecca irgendwann mal wieder gesehen? Weil die kenne ich halt wirklich null. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht längst nicht alle Resident Evil-Teile gespielt, so. Aber ich meine, ich habe jetzt 2, 3, 4, 7 und 8 gespielt. Nee, ist der Spin-off. Okay. Woher weißt du Goofy das denn? Nee, ich weiß es nicht. Das ist halt das fucking Problem. Da sag ich dir, wie das ist. Dann nehme ich mal das Remake, weil das im selben Jahr wie Zero rauskam. Passt halt ein bisschen besser. Also das geht so los, dass jetzt das Alpha-Team von Stars mit einem Heli in den Raccoon-Wald fliegt, weil die wollen ja das Bravo-Team suchen. Zum Alpha-Team gehören jetzt Jill, Chris, Barry und Wesker. Und Wesker? Aber das ist doch der Böse. Barry. Ja, das ist richtig. Aber das wissen die anderen ja noch nicht. Der ist ja im Moment nur der Kapitän von denen, weißt du? Ach so. Jedenfalls, sie landen im Wald bei dem Hubschrauberwrack vom Bravo-Team, werden dann aber von so Zombie-Ködern angegriffen. Einer vom Team geht drauf und der Heli-Pilot haut ab, weil er Schiss hat. Und die anderen vier rennen in eine Villa da in der Nähe. Ist der Heli, das ist aber nicht Mike, oder? Legende Mike? Nee, ne? Ja. Das ist die Villa, du erinnerst dich, die Rebecca am Ende von Zero gesehen hat. Spencer Mansion heißt die. Und wie die Geschichte ab hier verläuft, hängt davon ab, ob du halt Chris oder Jill spielst, aber im Grunde sind die sehr ähnlich. Die stoßen da drin halt auf Zombies und eklige Monster, finden auch Leichen vom Bravo-Team, müssen halt so ein bisschen rumforschen und so weiter. Naja, interessant wird's, als sich herausstellt, dass ein Verräter im Team sein muss. Nee, würde stimmt, Mike würde niemals abhauen. Das ist halt das Ding, ich habe diesen Teil, habe ich ein bisschen gespielt. Ich weiß gar nicht wie, ich glaube, ich habe mir die Bibliothek von Christian geholt auf Steam und habe das ein bisschen gezockt. Aber auch da, also ich fand es, die Stimmung und alles war übersick und so. Aber ich fand irgendwie, das war, ich fühle einfach dieses, diese Tanksteuerung nicht so. Erst denken sie, es ist Barry, weil der sich so komisch verhält. Aber später finden sie in einem Untergrundlabor Fotos von Umbrella mit Produktbeschreibung der Biowaffenmonster und mit einem Foto von den Forschern. Tja, und auf dem Foto ist auch der Wesker mit drauf. Ja, das wussten wir ja schon, das ist ja keine Überraschung mehr jetzt, ne? Ja klar, für uns jetzt nicht, ne? Aber als Resi 1 noch das einzige Spiel der Reihe war, da konntest du das halt noch nicht wissen, das war schon eine Überraschung. Aber wir können jetzt auch langsam mal zum Showdown. Echt, Resi, ist es, das ist 1 Remake. Dieses Remake, was für den GameCube kam.
gekommen. In einer der Laborräume da unten trifft man den Wesker persönlich und er lässt die Fassade fallen. God, er macht einen auf dicke Hose und lässt den Tyrant frei. Das ist das krasseste Monster aus dem Der Tyrant. Brella Produktkatalog. Der haut dann erstmal Wesker um und geht dann auf Jill bzw. Chris los, ne? Je nachdem. Aber mit genug Muni geht der Tyrant trotzdem kaputt. War wohl doch nicht so krass. Dann sagt Rebecca zu Chris, dass sie einen Hä? Da ist ja doch Rebecca. Oder ist das... Hä? Da traf ich nicht. Also Rebecca ist dann... Okay, also Rebecca ist dann doch in Resident Evil 1, aber später nicht mehr. Mechanismus gefunden hat und dass sie jetzt am besten die ganze Bude in die Luft... Schon wieder? Ja klar, muss sein. Also gut, der Countdown läuft. Also Resi Story absolut aus dem Leben gegriffen. Das ist richtig. Das kann jeder von... Das kann jeder nachvollziehen. Das ist quasi, ne, das ist Reality-TV. Chris holt Jill aus dem Kittchen oder halt umgekehrt, je nachdem. Und dann im Freien wollen sie sich von Brett abholen lassen. Das ist hier der Heli-Pilot, der sich gleich am Anfang verpisst hat, weißt du noch? Aber dummerweise kommt der Teil aus dem Boden gebrochen. Der war wohl doch nicht so tot, wie alle dachten. Na gut, dann halt noch ein bisschen rumrennen und ballern, bis Brett den Raketenwerfer runterfallen lässt. Und mit dem kann man dann endlich den Tyrant wegwämsen. Hurra, rein in den Heli, Riesenexplosion, Ende. Dann ist jetzt Umbrella endlich im Eimer, wo sie zwei Laborvillas verloren. Kann mir Resi 1 leider nicht geben wegen der Fixed-Camera und Tanksteuerung. Wer sagt, dass wieder ein Resi mit dem Müll haben will, ist am Anfang der 2000er gefangen. Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, ich meine, vielleicht kann man ja heute, vielleicht kann man das ja modernisieren, dass du immer noch Fixed-Cameras hast. Und, ja gut, Tanksteuerung ist aber schon echt low. Aber so einfach das Prinzip modernisieren. Aber ich sage nein. Ich will lieber Resident Evil 1 in dem Stil von Resident Evil 2 Remake. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das irgendwann bekommen werden. Die Frage ist nur, wann. Weil ich weiß gar nicht, es gab doch mal irgendwie so Leaks oder so. Was kommt denn als nächstes? Kommt Resident Evil 5 Remake als nächstes oder Resident Evil 1? Das ist die Frage. Kevin muss dir kurz ein Resi-Konzept erklären, was mir ein paar Freundinnen aufgefallen ist. In Resi gibt es immer einen Plot-Tisch. Das ist ein Tisch oder eine Tafel am Ende vom Game, wo Notizen und Fotos liegen, die den kompletten Plot zusammenfassen, weil man während des Games sowieso nichts gecheckt hat. Find den Begriff Plottisch einfach unglaublich schön. Und da sollte jeder denn, yo, stimmt, du hast recht. 9 und dann 5 Remake. Ah gut, ich weiß gar nicht. Also bei 8 gibt es das auf jeden Fall. Diesen Plottisch, wie du es nennst, den gibt es ja bei 8 auf jeden Fall, kurz bevor man Mia da trifft wieder. Okay. Der fucking Plottisch, Alter. In 7 auch in der Mine, ja. Junge. Alter. Okay, also dann 9 und dann Remake 5. Und dann wird wahrscheinlich 6 geremaked und vielleicht gehen wir dann zu 1 rüber. Ich hoffe es. Weil ich finde, 1 ist irgendwie vom Konzept her, vielleicht auch, weil es einfach so das Simpelste von allen ist, so, aber ich finde es irgendwie richtig sick. Einfach nur diese Menschen. Ich weiß natürlich nicht, was da alles drin ist. Vielleicht ist es auch so, wie bei jedem Resident Evil, dass du dann halt weiterkommst. Ne, bei Teil 2 startest du ja auch nur in diesem Polizeirevier und dann geht's halt weiter in die nächsten zwei Level. Aber ich finde, das ist irgendwie, Junge, wenn wir Plottisch etablieren, bin ich glücklich. Aber das ist nicht schlecht, Digga. Haben, oder? Nee, nun geht das erst richtig los. Wir verteilen das so, dass wir chronologisch erstmal mit Resi 3 anfangen. Ein paar Monate später ist die Stars-Einheit aufgelöst worden und was Jill und Chris ihren Kollegen erzählt haben, hat ihnen auch keiner geglaubt. Ist aber dann auch egal, weil der T-Virus eh über ganz Raccoon City reinbricht und die Leute in Zombies verwandelt. Und obendrauf hetzt Umbrella den ehemaligen Stars-Mitglied den Nemesis auf dem Hals. Der soll die zum Schweigen... Fucking Nemesis, Alter. Der einfach nichts geschissen bekommen hat. Der so cool aussieht, aber nichts geschissen bekommen hat. Bringen, damit die nichts über diesen fiesen Shit erzählen, den Umbrella da abgezogen hat. Was ist denn der Nemesis? Das ist so ein verranzter Riese mit Ledermantel und freiliegender Kauleiste. Hochgefährlich, du. Ist in einem französischen Umbrella-Labor gezüchtet worden. Also ist der Nemesis Franzose oder was? Ja, genau. Und von dem wird Jill jetzt durch die ganze... Er ist der Baguette-Verkäufer, nur wesentlich später der mutierte Baguette-Verkäufer. Stadt da gejagt. Was ja schon schlimm genug ist, denn den kann nichts aufhalten. Aber der durchschnittliche Franzose. Okay, ich muss aber sagen, das wusste ich nicht, dass das Nemesis Franzose ist. Ich finde das, ohne Scheiß, hätte ich das vor meinem Video gewusst, wären ganz andere Jokes noch gekommen, Alter. Im Ignall hat Nemesis wenigstens Brad gekillt,
Stimmt, hier wurde ja Brad gar nicht von Nemesis gekillt, sondern von irgendeinem so random Zombie, ne? Bei der Tür, der wurde einfach nur gebissen oder so. Junge. Nemesis heißt auf Deutsch weiße Flagge. Dann läuft sie auch noch ein paar Umbrella-Soldaten in die Arme. Oh nee, erst hat die deren kein Dusel und dann kommt auch noch so ein Malheur. Ja, aber ein bisschen Glück hat sie schon, weil die Umbrella-Typen von der Rettungseinheit sind. Die wollen Zivilisten retten, um... Wenn das nächste Resi wieder einen Plottisch hat, erwarte ich einen Joke im Video. Ja, dann, Junge. Aber safe wird es das haben. Junge, Capcom bleibt sich der Linie treu. Ich bin so gespannt auf Resident Evil 9. Ohne Scheiß. Im Zoo aus der Stadt schaffen. Besonders nett ist der Carlos. Der will Jill sogar bei ihrem Nemesis-Problem helfen. Funktioniert aber nur fucking so halb, Carlos. Denn dabei wird sie vom Nemesis mit dem Virus infiziert und klappt erstmal zusammen. Währenddessen, und jetzt sind wir bei Resi 2, kommen noch zwei Leute in die Stadt. Leon Kennedy, ein Polizeifrischling, und Claire Redfield, die Schwester von Chris Redfield. Die beiden kommen da zwar zusammen an, werden dann aber getrennt und fliehen dann, jeder für sich, zur Polizeistation. Dumm ist aber erstens, dass die auch schon voll mit Zombies ist und zweitens... Boah, Resi 2 müssen wir auch irgendwann mal komplett im Stream durchballern. ...dass da ebenfalls so ein mutierter 3-Meter-Riese mit Mandel rumläuft. Ähnlich wie der Nemesis, heißt aber Mr. X. Wieso denn jetzt Mr. X? Ja, keine Ahnung, ich schätze mal, weil der so mysteriös aussieht mit seinem Hut und dem Mantel und so, keine Ahnung. Aber gut, unterwegs trifft Leon noch eine Frau im Trenchcoat, Ada Wong. Die sagt, die ist beim FBI... Ada, beste Girl. Ei, und hilft ihm auch manchmal, ist aber trotzdem eine hinterlistige Schlange. Denn eigentlich will die in einem Umbrella-Labor unter einer Stadt eine Probe vom G-Virus mopsen, um das dann auf dem Schwarzmarkt zu verhökern. Du sag mal, warum sind bei Resident Evil eigentlich immer irgendwelche Labore unten drunter? Weil das alles Geheimlabore sind. Wenn die nicht unter der Erde wären, sondern über der Erde, dann wäre das ja nicht mehr geheim. Dann wäre, ja, dann wäre es nicht mehr geheim, Junge. Die Resi-Spiele dauern gar nicht mal so lang. Naja, die gehen okay lang, kommt immer auf das Game an so. Es ist nur nicht so viel Plot in den Games. Es ist halt meistens eher so, ja, du bist halt da, ein Virus ist auch da, tu was dagegen. Und dann ist halt immer noch so ein bisschen, ja, hier Umbrella und Rebecca und so, aber sonst ist da nicht so viel. Leuchtet ein. Das ist fein. Als Leon und Ada eine Probe vom G-Virus holen wollen, treffen sie Annette Birkin. Das ist die Frau von William Birkin, dem Erfinder des Virus. Ada fragt, ob sie das G-Virus haben kann, aber da hat die Annette gar keinen Bock drauf und schießt auf Ada. Überleben tut sie nur, weil Leon sich netterweise in die Schussbahn wirft. Der Kollege ist also erstmal außer Gefecht. Ada, die ab hier alleine weiter muss, kriegt erstmal Gesellschaft von Mr. X, dann wird sie von Annette in die Falle gelockt und am Ende fällt sie in eine Müllpresse. Aber keine Angst, die ist nicht tot, sondern hat sich Annette, nur wehgetan. Die Nette. Währenddessen kommt Leon wieder auf die Beine und kriegt endlich eine Probe vom Virus in die Fuhre. Annette ist gar nicht so eine Nette. Doch dann lässt Ada ihre FBI-Maske fallen und zwingt Leon, ihr die Probe zu geben. Ada hat... Das war Top 10 Anime-Betrayals, Junge. Da war vorbei, da habe ich geweint. Die ihren Job also fast erledigt, wenn er nicht nochmal die Annette zwischengefunkt hätte und Ada eine Kugel verpasst hätte. Ada stolpert und fällt mit der Probe in die Tiefe. Leon ist schon ein bisschen traurig. Und das ist halt das Geile. Und das hat natürlich Ada überlebt. Die ist einfach so von wer weiß wie vielen Metern in die Tiefe gefallen, hat die überlebt. Gar kein Problem. Resident Evil 4, sie ist wieder am Start. Traurig muss sich dann aber fix aus dem Staub machen, weil die Selbstzerstörung eingesetzt hat. Selbstzerstörung, das kommt unerwartet. Richtig originell wäre es, wenn jetzt noch ein Bosskampf käme. Ja, das passt. Netter Resi-Fakt im japanischen Originalversion, also die Bioware-Spiele sind extrem stark zensiert. Also kein Blut, keine Gewalt, nix. Sehr alter handsamer Anblick teilweise. Wirklich? Warte mal, dann auch Resident Evil 7, da ist kein Blut. Wenn Ethan seine Hand abgehackt bekommt, dann ist da kein Blut oder bekommt er seine Hand erst gar nicht abgehackt? Wie funktioniert denn das? Komplett zensiert? Junge. Haben die Japaner es nicht mit Gewalt? Okay. Passiert ja auch, Mr. X hüpft zu Leon auf den Lastenaufzug. Und wo kommt diesmal der Raketenwerfer her? Also ist dann Resident Evil, ist das dann komplett für den westlichen Markt gemacht? Ah, wahrscheinlich sind die deswegen, warum, wahrscheinlich ist auch deswegen, spielt das wahrscheinlich auch immer im Westen und so, ne? Er hat Ada runtergeschmissen, ist wohl doch nicht draufgegangen. Jo, damit kann Leon auf jeden Fall die obere Hälfte von Mr. X wegpusten und anschließend rennt er zum Zug, um Claire zu treffen. Ach ja, Claire, was an dir eigentlich? Ist ähnlich wie Deutschland vor 20 Jahren, alles landet sonst auf dem Index. Okay, krank. Die ganze Zeit gemacht. Ja, die hat ihre ganz eigene Action erlebt.
Als Leon mit Ada rumgemacht hat, hat Claire im Park aus der Polizeistation ein kleines Mädel getroffen. Sherry, das ist die Lütte von Annette und William Birkin. Dummerweise. Das ist die Lütte? Also hat sich ihr Vater durch seinen eigenen Virus in einen fetten Mutanten mit Augenschulter verwandelt und der ist jetzt hinter Sherry her. Der Virus in seinem Körper sucht einen neuen Wirt. Wieso hat er sich denn selbst infiziert? Aus Spaß oder was? Nee, der wurde von Umbrella gezwungen, seine Forschung rauszurücken. Wollte der aber nicht, der wollte das lieber verticken. Ja, und da hat Umbrella ihn halt umnieten lassen. Doch bevor er abgekratzt ist, hat er sich schnell noch eine Virusspritze reingedrückt und rausgekommen ist der Augenschulter-Mutant. Ja, und der jagt jetzt die zwei Mädels. Einmal kriegt er sie auch fast, zumindest hüpft er denen aufs Dach vom Aufzug und rasselt mit denen in die Tiefe, danach ist er aber weg. Stattdessen trifft Claire auf Annette und die erzählt ihr, dass William wohl die ganze Seuche in der Stadt zu verantworten hat. Naja, was aber in dem Moment richtig nervt, ist, dass Sherry irgendwie von William infiziert wurde. Annette meinte zwar, sie kann sie heilen, aber dafür braucht sie halt den Impfstoff. Und der ist in dem Umbrella-Labor unter der Stadt. Claire geht hin, findet den Impfstoff, rennt zurück und spritzt das Zeug der Lütten. Sherry ist gerettet. Aber weil jetzt der Selbstzerstörungs-Countdown startet, haben die keine Zeit zum Feiern. Sie rennen los und treffen sich mit Leon beim Zug, um damit aus der Stadt rauszufahren. Und als sie denken, sie hätten es geschafft, kommt nochmal der William angeschissen. Sieht schlimm aus mittlerweile, ist eigentlich nur noch ein Haufen Fleisch mit Zähnen, der den Waggon auffrisst. Aber weil Claire so fleißig ballert und ihm dann noch eine Eisenstange in sein fettes Auge jagt, ist bald Sense bei ihm. Ja, und damit sind die drei endlich raus aus dem Bumster, ne? Aber wer jetzt noch fehlt, ist Jill. Ach, die habe ich ja ganz vergessen. Was war mit der noch zuletzt? Ja, die wurde infiziert, hier vom Nemesis. Zum Glück konnte Carlos im Raccooner Krankenhaus ein Gegenmittel finden und sie wieder herrichten. Aber dann erfahren die zwei... Carlos, einfach MVP. Einfach der Ehrenbruder mit der nicen Frisur, ey. ...von einem viel größeren Problem. Die Regierung will die ganze Stadt mit einer Atombombe einäschern. Und als die zwei versuchen, da rauszukommen, stellt... Und dann spielt Fallout 3. ...sich denen der Nemesis in den Weg und will den an die plündern. Mehrmals sogar. Und mit jedem Mal ist er noch größer und mutiger. Jo, ey. Junge, wie oft man gegen fucking Nemesis in diesem Spiel gespielt hat. War das im Original auch so? Das war, Junge. Also ich meine, das habe ich auch in meinem Video gesagt. Das Konzept war irgendwie eigentlich ganz cool, dass dass Nemesis im Grunde so der einzige Boss in dem Spiel ist, aber halt jedes Mal anders. Aber, Junge, da, oder dann spielt Metro, ja. Aber am Ende kann Jill dem Viech mit einem Superlaser Ja, das ist, da wurde Nemesis gedeepfroated, ey. Tunnel in die Fresse schießen. Und mit einem Heli, den Carlos währenddessen organisiert hat, können die zwei noch rechtzeitig losfliegen und aus sicherer Entfernung den Atombomben anglotzen. Fucking Carlos, Alter, einmal MVP. So ein Glück, doch. Das klingt, als wenn die Geschichte jetzt vorbei ist, wa? Quatsch, nichts ist zu Ende. Claire sucht doch immer noch Chris, ihren Bruder. Und sie glaubt, nicht ganz unberechtigt, dass Umbrella hinter seinem Verschwinden steckt. Also bricht sie in verschiedene Labore von Umbrella ein, wird aber geschnappt auf eine Insel im Südpazifik gebracht und eingebuchtet. Mit Steve Burnside, einem anderen gefangen, versucht sie von der Insel zu entkommen. Allerdings kriegen sie es dann mit Alfred Ashford zu tun. Der ist nicht nur der Leiter der Alfred? Insel, sondern auch einem Labor gezüchteter Nachfahre des Umbrella-Gründers Alexander Ashford. Und durch die Jahre der Alexander? Isolation auf der Insel und durch die Trennung von seiner Zwillingsschwester Alexia ist er mittlerweile ein bisschen wild in der Birne. Claire und Steve schaffen zwar, mit einem Flugzeug von der Insel zu entkommen, aber weil Alfred den Autopiloten manipuliert hat, crashen die zwei in einer Umbrella-Forschungsstation in der Antarktis. Alfred, der mit einem Düsenjäger nachgeflogen ist, überrascht die zwei dann mit einem Snipergewehr, aber Steve kann ihn mit einer super coolen Doppel-Uzi-Choreo übers Geländer ballern. Was passiert denn jetzt hier? What the fuck? Oh, Junge. Dummerweise lebt Alfred noch genug, um seine geklonte Zwillingsschwester Alexia aus dem Kälteschlaf zu holen. Und was die kann, zeigt sich kurze Zeit später. Nachdem Claire und Steve einen extrem mutierten Alexander Ashford kaputtgeballert haben und mit einem Schneemobil zu einer australischen Basis in der Nähe fliehen wollen, lässt Alexia nämlich Tentakel aus dem Boden kommen und fängt die zwei. Die Tentakel. Die scheiß Tentakel. Und das macht sie alles, während sie ganz gechillt ihrem toten Bruder die Gelfriese glättet und Löcher in die Luft starrt. Ja, das bin ich gerade. Der Blick von Nils. Das fasst es eigentlich. Das fasst es eigentlich gerade ganz gut zusammen. Junge, what the fuck? Okay. Okay. Von dem Spiel möchte ich ein Remake haben, ja. Genauso guckt die. Unterdessen landet Chris auf der Insel vom Anfang, Rockford Island, und da trifft er jemanden, der eigentlich tot sein müsste. Albert Wesker, sein Ex-Kapitän. Der ist hier, um eine Probe vom T-Veronica-Virus zu klauen, aber nicht für Umbrella, sondern eine andere geheime Organisation. Chris will Wesker eine ballern, aber Wesker ist mittlerweile super schnell und super stark. Er packt Chris am Schlawittchen und sagt ihm, dass Claire in der Antarktis ist. Aber weil Alexia kurz im Fernsehen erscheint und dumm lacht, killt er Chris nicht, sondern wirft ihn weg wie ein Appelgriebsch.
Ja, Chris flieht. Lass dir einen Bart wachsen, Bruder. Ey, wenn ich's könnte, ich würd's tun. Leute. Und schwingt sie ihren Düsenjäger, um damit in die Antarktis zu fliegen. Da angekommen, findet er Claire endlich. Und die zwei beschließen, Steve zu suchen und abzuhauen. Doch dann werden sie von einem Alexia-Tentakel getrennt und Claire muss alleine suchen. Als sie Steve findet, wird er zum Mutant, der sie abmurksen will. Und on top bricht schon wieder so ein dummer Tentakel aus der Wand, der Claire einwickelt wie eine Forelle in Alufolie. Man könnte meinen, dass... Oh, Junge, ey. Bestes Resi, ey, ohne Scheiß. Davon will ich ein Remake. Scheiß auf Resident Evil Zero, Alter. Was mit ihr? Aber Mutanten Steve besinnt sich kurz und haut statt Claire den Tentakel kaputt. Dummerweise kloppt der Tentakel zurück und Steve stirbt. Und dann startet die Basis. Junge. Ehrenbruder Steve ist für uns gefallen. Warum auch immer. Ich bin wieder komplett raus. Welches Resi ist das? Ist das immer noch dieses Code Veronica X oder wie das heißt? Bruder, was passiert hier? Ja, Junge. Selbstzerstörungsmodus. Obwohl der Countdown nur 5 Minuten anzeigt, passiert jetzt noch richtig viel. Erst muss Chris ein letztes Mal die Alexia schrotten, die sich in Monsterinsekt verwandelt hat. Danach taucht Wesker auf, der Claire entführt hat und den beiden einen ellenlangen Vortrag hält. Dann gibt's noch ein peinliches. Sei der erste Streamer mit Barttransplantation. Ja, ich nehme hier die Rückenhaare, die Backhaare, nehme ich und baller sie hier rein. Ja, aber was ist das für ein Resident Evil? Was passiert denn hier alles? Also, wie lange geht's jetzt schon um dieses Resident Evil? Das hat ja ultra viel Plot. Ein Zeitlupenkampf zwischen Chris und Wesker und Claire besorgt mal eben so einen Düsenjäger. Eigentlich sind die 5 Minuten schon seit 10 Minuten rum. Aber die zwei schaffen es trotzdem noch rechtzeitig. Das ist die Dragon Ball Taktik. Das ist wie bei Namek. Da hat es auch länger gedauert. Raus, bevor die ganze Bude da in die Luft fliegt. Boah, das ist aber dumm, Tüch, wenn ich das mal sagen darf. Ja, aber keine Sorge, jetzt wird es ein klein bisschen weniger dumm. Jetzt sind wir mit. Ja, Rückenhaare, ne, ich habe auch keine Rückenhaare. Das ist halt das Gute, ne? Ich habe keine Barthaare, dafür habe ich auch keine anderen Körperhaare, so. Mit Leon Kennedy in Spanien. Was macht der olle Torfkopf denn da? Naja, in der Zwischenzeit ist halt ein bisschen was passiert. So, Resident Evil 4. Jetzt bin ich wieder am Start. Jetzt ist, ne? Leon ist jetzt ein Hostier bei der amerikanischen Sicherheit und soll die Lütte vom US-Präsidenten zurückbringen, die Ashley. Die ist nämlich von so einer kranken Sekte namens Los Illuminados entführt worden. Stimmt, da war ja das Resident Evil Remake noch gar nicht raus. Wahrscheinlich, weil die den Präsidenten erpressen wollen. Nee, das wird zu einfach. Die wollen Ashley mit dem sogenannten Las Plagas-Parasiten infizieren und dann zurück ins Weiße Haus schicken, damit er sich ausbreitet und die so die Weltherrschaft erlangen. Jetzt guck nicht wieder so. Ist auf jeden Fall weniger dumm als wie vorher. Das stimmt. Ach stimmt, da war Resident Evil 8 noch nicht mal, oder? Vor 2 Jahren? Wann kam Resident Evil 8 nochmal raus? 2021? Ich weiß nicht mehr. Ich liebe dich, Bruder. Was geht? Doch? Junge. Jedenfalls, das Dorf, wo der Leon nach 21, ne? Der Ashley suchen soll, ist natürlich auch voll mit infiziert. Außerdem kriegt das dazu zu tun mit Kettensägen-Heinis, Seeungeheuern, einem ausfahrbaren Bürgermeister, hässlichen Bergtrollen, murmelnden Mönchen. Das war Victor. Und mit einem kleinen Typen im Napoleon-Kostüm. Das ist auch Victor. Und nebenbei muss er natürlich mehrmals Ashley befreien, weil die blöde Knalltüte sie. Aber ich meine, das ist nicht drin? Warte mal, 7. Mai 21. Das hier kam am 5. Mai 21. Yo. Es ist noch nicht raus. Schade. Wahrscheinlich haben sie es halt dafür gemacht, so. Ah ja, genau. Ja, die haben es für 8 gemacht als Recap. Okay. Immer wieder fangen. Ja, Ananas hatte recht. Zwischenzeitlich werden die beiden mit dem Las Plagas-Parasiten infiziert, finden jedoch ein Gegenmittel. Auf einer abgelegenen Insel kriegt sich Leon dann mit dem Chef der Sekte in die Haare, Lord Sattler, und der ist natürlich komplett mutiert. Aber mit dem Raketenwerfer kann Leon ihn dann in kleine Stücke sprengen. Dann taucht noch Ada Wong auf, besorgt sich eine Probe des Las Plagas-Virus, der Selbstzerstörungsmodus der Insel wird aktiviert und Leon und Ashley entkommen auf einem Jetski. Aber was mir auffällt, mit Umbrella hat das alles überhaupt nichts zu tun. Heißt das, der Laden ist jetzt endgültig dicht? Ja, aber das muss ja nichts heißen. Wir sind jetzt wieder bei Chris und Jill. Chris hat in der Zwischenzeit die BSAA mitgegründet, das ist so ein Verein, der den ganzen Viruskram von Umbrella wieder unter Kontrolle kriegen soll, und Jill, die arbeitet da auch. Die zwei kriegen einen Tipp, wo sich Oswald E. Spencer aufhalten soll, das ist einer der Gründer von Umbrella. Spencer? So hieß er auch die Villa aus dem ersten Teil. Ja, cool, oder? Aber die ist ja kaputt. Und seitdem... Mal RE Veronica, Code Veronica anzocken. Du sollst...
mal in den Fiebertraum reingucken. Ja, vielleicht, ey, vielleicht. Bin komplett raus. Ja, das Ding ist, Resident Evil 5 habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, ne? Also das ist halt das Ding. Jetzt mal gucken, was für eine Kacke in Resident Evil 5 abgeht. Eben liegt der Spencer in so einem Gruselschloss. Ja, genau. Egal welches Wetter und welche Mission. Ey, der hat immer ein Abendkleid an. Dafür steht Capcom mit seinem Namen. Ja, beziehungsweise lebte, weil als Chris und Jill da reinplatzen, liegt er tot auf dem Boden. Ja, und daneben steht Wesker, der ihn kalt gemacht hat. Chris und Jill machen... Junge, der Artstyle, der ganze Artstyle von Resident Evil 5 kommt aber ganz gefährlich. Natürlich gleich Randale, aber Wesker ist halt immer noch sausch... Okay, jetzt sind wir komplett. Das ist jetzt Dragon Ball und Matrix zusammen, Bruder. Stark und kann sogar Kugeln ausweichen. Und als Chris gerade voll am Abkacken ist, opfert sich Jill und springt mit Wesker durchs Fenster die Klippe runter ins Meer. Aber ich tipp mal, die zwei leben noch, oder? Nicht vorgreifen, du Lümmel. Wir springen erstmal 3 Jahre weiter. Chris ist jetzt zusammen mit seiner neuen Partnerin Shiva in Afrika, weil da der Las Plagas-Parasit am Wüten ist. Und während die da rum investigieren und nach den Schuldigen suchen, kriegen sie auch spitz, dass Jill noch leben könnte. Ja, das wusste ich. Und die hat ihre Haare jetzt gefärbt. Die ist jetzt blond. Doch. Ja, du bist halt auch ein schlauer Bengel. Aber pass mal auf, das wird noch spannender. Später. Genau, das ist der PS3-Filter. Ja, sag ich ja. Die PS3-Ära ist halt einfach dieses braun-graue. Sie sahen irgendwie, wenn das Spiel nur so ein bisschen ernst war, dann war es braun-grau. Das war einfach die PS3. Entdecken sie in der Höhle auch so seltene Blumen und im Geheimlabor nebenan erfahren sie, dass genau aus diesen Blumen vor 50 Jahren... Hast du feste Streaming-Zeiten? Ja, ich hab, also, wir nach dem Video hören wir auf. Ansonsten Montag und Donnerstag, 19 Uhr ist immer Stream. Das T-Virus. Wie lange der geht, variiert immer, je nachdem, wie viel ich zu tun habe. ...was entstanden ist. Wir sind hier also am Ursprung vom ganzen Schlamassel. Aber nicht Umbrella leitet das Labor, sondern die Firma Tricell. Und die wiederum sponsert auch die BSAA. Komplett vergriesgnadelt, der ganze Konzernquatsch. Das aber nur am Rande. Wichtig ist nur, dass Chris und Shiva in dem Komplex irgendwann auf Jill und Wesker treffen. Allerdings hat Wesker Jill so ein Mikrochip aufs Dekolleté geklebt, womit er sie kontrollieren kann. Also kommt das jetzt zu einer wilden Rauferei, in der Chris und Shiva Jill den Chip abreißen können. Und ab da anjagen alle zusammen den nervigen Scheiß-Wesker. Denn der wird mit einem Ouroboros-Virus zu einem Gott werden und den Virus auf der ganzen Welt verteilen. Und das sollte man besser verhindern. Zuerst gibt's Klopper auf einem Hochseetanker und danach will Wesker mit einem Jet abhauen, um die Virusbombe abzuwerfen. Aber das Wichtigste hat er eigentlich, also ich weiß nicht, ob er es noch anspricht, ob es noch kommt, aber hier ist auch Chris, der Boulder-Puncher, geboren worden, ja. Das ist wichtig anzumerken. Weil Chris und Shiva mit auf den... Wer hat sich das ausgedacht? Japaner. Das waren die Japaner. Fliege hüpfen und dort Wesker weiter stressen, stürzen alle zusammen ab und crashen in einen aktiven Vulkan. Jetzt. Hier packt Wesker seine Tentakelmuskeln aus und Chris muss einen Felsbrocken mit seiner Faust zerklopfen. Das ist wichtig anzumerken. Das ist eigentlich so das Wichtigste an Resident Evil. Ich habe Resident Evil 50 gespielt, aber das ist wichtig. Um nicht drauf zu gehen. Aber als der Vulkan sich... Das ist so geil, wie er gegen einen fucking Felsen schlägt. Womit fällt Wesker in die Lava. Ich hoffe, dass wenn die Resident... Die dürfen das auf gar keinen Fall rausnehmen in einem Remake. Ohne Scheiß. Also wenn ein Remake kommt, die dürfen das nicht rausnehmen. Diesmal braucht es keinen Raketenwerfer. Nee, diesmal braucht es 2 Raketenwerfer direkt in Wesker sein Gesicht rein. Okay, also Wesker ist jetzt endgültig tot. Genau, Chris 1, Fels 0. Und Umbrella ist Geschichte, also das müsste es doch jetzt wirklich gewesen sein. Nee, jetzt geht's weiter mit Resident Evil 6 und da gibt's gleich insgesamt 4 Hauptstories und statt dass sie irgendwie 1 oder 2 Hauptfiguren nehmen, haben sie insgesamt 7 diesmal. Hurra. 7? Also ich wusste von 4 Stories, aber 7 Hauptcharaktere? Ja, das ist klausurrelevant. Jetzt müsst ihr richtig aufpassen. Jetzt kommt der Fiebertraum Resident Evil 6. Ja, keine Sorge, ich zerleg dir das in mundgerechte Häppchen. Die eine Story fängt Dezember 2012 an und geht um Jake Muller, dem Sohn von Albert Wesker und Sherry Birkin, die jetzt Agentin für eine Spezialeinheit der Regierung ist. Sherry will Jake aus dem Fantasieland Edonia rausbringen, weil der Antikörper hat, mit denen man einen Impfstoff gegen das neuartige C-Virus herstellen kann. Und Jake willigt ein, wenn er dafür 50 Millionen Dollar kriegt. Als die zwei versuchen, aus dem Land rauszukommen, werden sie zuerst vom Ustanak verfolgt. Das ist das Bane oder wer ist das? Quasi Nemesis auf Steroiden. Und danach entführt von, jetzt halte ich fest, Ada Wong. Und die ist jetzt die Chefin der neu gegründeten Neo Umbrella Corporation. Ach komm, Varion, jetzt wird's echt albern. Ja, ist so, aber so kann ich doch nichts für. Ungefähr zur selben... Warte mal, Ada... Oh
Okay. Zurzeit ist Chris Redfield ebenfalls in Edonia und versucht mit einem Trupp der BSAA die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen, sprich Monsterballern. Allerdings wird seine Truppe von Neo Umbrella kalt gemacht und Chris wird daraufhin zum Säufer. Jetzt machen wir einen Sprung von 6 Monaten und kommen zu Leon Kennedy. Der Präsident der USA will alles, was Umbrella und die Regierung verbockt und vertuscht haben, an die Öffentlichkeit bringen. Doch bevor er das hinkriegt, gibt es einen neuen Biowaffenangriff und der Präsi verwandelt sich in einen Zombie. Leon erschießt den Präsidenten-Zombie und erfährt, dass Sherry Chef hinter dem Angriff steckt. Derek Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Und zusammen mit seiner Partnerin Helena verfolgt Leon den Verräter zu einem Labor in China. Nice. In China waren wir noch gar nicht bislang, ne? Ja, und oh, das ist cool. Ah, ist cool. China ist cool. Da laufen die Fäden auch wieder zusammen. Denn A, sitzen dort ja schon seit 6 Monaten Sherry und Jake in einem Unterwasserlabor fest. Und B, suchen dort der mittlerweile ausgenöcherte Chris und sein Partner Pierce nach Ada Wong. Die aber gar nicht Ada Wong ist, sondern, jetzt halte ich fest, das ist ein Klon. Nee. Nein. Oh, nein. Doch, und dieser Autounfall einer Handlung gipfelt dann in mehreren Showdowns. Leon und Helena bringen erstmal den mutierten Derek Simmons zur Strecke. Danach befreien Chris und Pierce, Sherry und Jake aus ihrem Unterwasserknast und bekämpfen im Anschluss einen riesigen elastischen Quallenmann. Riese 506 haben sie wirklich alle Anime-Fantasien rausgerissen. Crumble, hast du das geschrieben? Digga! Jo! Also das ist wirklich Eldring-Level. Yoga. Was? Jake und Sherry verprügeln werden. Und er hat mit dem, weißt du, so bei Resident Evil 3 musste man zumindest noch mit einem Raketenwerfer oder mit Waffen gegen fucking Nemesis antreten. Resident Evil 6, Faustkampf gegen Dingens. Resident Evil 6 im Stream, bitte, müssen wir machen. Eigentlich schon, habt ihr schon recht, ohne Scheiß. Dessen den Ustanak und die echte Ada Wong zerstört das Labor, in dem ihr Klon erschaffen wurde. Achso, und natürlich lässt Jake sich Blut abzapfen, um daraus einen Impfstoff für die Menschheit herzustellen. Für eine Pauschale von 50 Tacken. 50 Tacken? Ja, dann kannst du. Was. Davon kannst du dir nicht mal heute ein Videospiel holen. Was willst du denn mit 50 Tacken? Dann kannst du es auch komplett sein lassen. 50 Millionen meinst du? Nee, 50. Er hat den Preis ein bisschen reduziert. Was? Da kannst du ja 2 Döner von holen, was soll das denn? So, und nu? Ja, nu er ist nicht in der Gruppe, er hat es nicht verstanden, er hat nicht das Sigma-Grindset. Gut, 500 Center-Shocks, ja, aber, Junge. Kommt Resi 7, da geht's aber wieder um was ganz anderes. Wir sind Varian und du eigentlich Brüder. Guck mal, Showtime ist wieder da und channelt sowas rein. Was geht? Anderes. Im Grunde geht. Oh, jetzt geht's Resident Evil 7. Ist damit los, dass ein Mann namens Jack Baker auf einem verlassenen Tanker die Lütte Evelyn findet und sie adoptiert. Die leben dann in Dalvey, das ist ein kleines Nest in Louisiana. Und dann 3 Jahre später kriegt ein Typ namens Ethan Winters ein Video zugeschickt. Ethan ist auch nicht schlecht. Ich habe ihn ja immer Ethan genannt, aber Ethan hat auch was, das ist auch nicht schlecht. Aus eben diesem Dalvey, in dem seine Frau zu sehen ist. Und das, obwohl er sie seit 3 Jahren für tot gehalten hat. Da ist klar, dass man der Sache nachgehen muss, auch wenn die Frau sagt, bleib weg. Ist der Ethan auch so ein Spezial-Antivirus-Geheimagent? Nö, das ist einfach ein ganz normaler Kunde, der seine Perle sucht. Jedenfalls. Ethan kommt zum Haus der Bakers und das sieht so aus, als wären da schon vor Ewigkeiten alle ausgeflogen. Aber im Keller findet er tatsächlich seine Frau, wie sie auf einer ranzigen Matratze pennt. Am Anfang wirkt sie noch halbwegs normal, aber dann dreht sie so heftig am Rad, dass Ethan sie ausknipsen muss. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, taucht Jack Baker auf und tritt Ethan ins Traumland. Ach, ich liebe Resident Evil 7. Ich glaube, wir werden nie wieder so ein Resident Evil bekommen wie Teil 7. Es ist crazy. Wieso sind die denn so aggro? Auch von einem Virus infiziert? Nee, von so Pitchborn, die machen jeden super. Ja, welcome to the family, son. Junge. Super stark, super böse und super wundheilend. Und auch super eklig, wie Ethan beim Familienessen erfahren muss. Nur eine von den Guck mal, vergleich das mal mit der ganzen Kacke, die wir eben gesehen haben. Es ist so anders, es ist irgendwie so viel geiler. Es ist nicht infiziert, Zoe, die Tochter von Jack. Und die hilft Ethan dann aus dem Haus zu entkommen. Dabei findet er raus, dass seine Frau nicht die war, für die er sie gehalten hat. Die hat nämlich für eine geheime Organisation gearbeitet, die Evelyn als Biowaffe hergestellt hat. Natürlich, immer. Das habe ich schon wieder vergessen. Das vergesse ich jedes Mal, dass Mia da eigentlich mit involviert ist. Vergesse ich jedes Mal.
Und weil Evelyn aus dem Laden ausgebüxt und bei den Bakers untergekommen ist, sollte Mia sie suchen. Blöderweise hat sich dabei auch diesen Pilzmist eingefangen. Kannst also sagen, die Evelyn ist schuld an der ganzen... An Resi 7 waren Anime-Hater am Werk, das sieht man. Tragödie. Die hat alle matschig in der Birne gemacht. Zum Glück kann Ethan aber die mutierte Evelyn und die ganze Baker-Sippe platt machen und ein Gegenmittel für Mia finden. Gar nicht schlecht für so... Oder Zoe, je nachdem wie man das, ne? So ein ganz normalen Durchbottle, du. Und am Ende werden sie gerettet von Chris Redfield und einer Organisation namens Blue Umbrella. Oh. Du, ich muss mal los, mein Bus fährt. Oh, mach's gut, ne? Ja, ist ich bin eh fertig. Tschüssikowski, ja. Ja, das war mal... Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Falls ihr Bock auf weitere Videos habt, dann klickt hier. Das war mal wieder ein Fiebertraum, Alter. Wann kommt das nächste Hauptvideo? Nächste Woche. Und dann kam Resident Evil 8, ja. Was lernen wir aus Resident Evil 7? Bloß kein Schimmel essen, so nicht anders. Hast du gut zusammengefasst? Danke dir, Digga. Moin Moin, ich liebe deine Videos. Danke dir. So, für heute, ne? Spielereihe fest soll sich auf Norddeutsch zusammen. Ich weiß nicht. Das Ding ist, wir haben ja, also für irgendwann anders haben wir noch andere. Oder du hast geredet wie ein Löwe, Walla. Oder du hast geredet wie ein Löwe. Banger, danke dir für dein Prime. Wir haben noch God of War auf Hessisch und Zelda auf Schwäbisch. Das können wir noch machen. Das, die gucken wir uns dann in irgendeinem anderen Stream mal an. Für heute war es das. Okay, ja, ich hätte nicht damit gerechnet, also nicht mit dem gerechnet, was heute passiert ist. Shoutout an Grieche ohne Geld für die, keine Ahnung, 2500 Euro oder wo wieder knapp 3000. Shoutout an Hübi für den Raid und einfach nur Shoutout an euch alle, die hier zuschauen. War sehr, sehr lustig. Im nächsten Stream kann ich schon sagen, spielen wir Fallout 4. Mit Fallout geht's weiter. Und ja, im nächsten Stream gehen wir in Fallout 4 rein und dann schauen wir mal. Und da ist er wieder mit 5 verschenkten Subs. Voila, du hast geredet. Grieche ohne Geld startet nochmal einen Hype-Train. Danke dir, Digga. Digga, ohne Scheiß, wir haben wieder fast wieder 500 Subs. Es ist einfach nur geisteskrank. Wirklich, deswegen. Also. Kurs. Am Montag geht's weiter mit Fallout 4, vielleicht noch irgendeiner Reaction. Schauen wir mal. Tschö mit Ö, haut da rein. Kurs. Schönes Wochenende euch und macht's gut, ne? Skü.